Soll ja auch für zukünftige Generationen hier. Ne. Abic Chili, es geht. And Avorox. So, neues Spiel. Wollen wir nochmal gucken. Was können wir denn hier machen? Karte auswählen. Diamantküste. Das klingt wie irgendwie was, wie Rüdiger machen würde. So Pseudotropico. Hier, Oh Gott. Klippenbucht. Klippenbucht, das meine ich. Und das meinte ich mit der Musik. Erst so die ganze Zeit. Ich Ich bin verstehe so der diese kleine. Musik nicht. So, wieder da. So dieser Check, ob du eingeschlafen bist. Okay, jetzt wirkt es so, als ob er schlafen könnte. Okay, warte mal, da unten kann ich sehen, was ich. Ölvorkommen, Erzvorkommen, Agargebiete, Forestvorkommen, Wasser. Okay. Also Wasserflächen, weißt du ja, Meersee. Ja. Schwarzer Wald. Oh, Scheiße. Ich glaube, ich nehme aber. Oh, Klippe ist ja verlockend, ne? Ich guck Willst du gerade mal ein erst mal bisschen. reinkommen und rumtrollen? Ja, aber. Alter, was? Cool, beim großen Fluss gibt's kein Öl. Ja, dann gibt es halt keine Ölindustrie, muss angekarrt Nee, komm, Klippe. werden. Stadtname. Ah. Fischmarkt-CD. We built this city of fish and fish. Reguliere die LKW, die Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Ah, ich gebe also ein Dieselverbot, okay. Den du nicht fahren sollst. Oh, ja, okay. We built this Squidward on a city. wheelchair. Squidward on a chair. Oh nein. Hey, Bowser Freak, es geht. Wow. Wow. Wow, chill mal. Okay. Wow. Okay. Lassen Sie uns mal damit beginnen, einige Straßen zu bauen. Ja, because Straßen. Halt erst mal an. Ich will mir jetzt mal kurz umgucken hier. Darf ich Ja, gar nicht. also grundlegender Tipp, die Space-Taste Wow. pausiert. Ach so, Space pausiert. Ah, okay. Ja, du kannst auch auf dieses Speed-Knöpfchen und den Pause-Knopf drücken, aber. So, ich darf mich jetzt noch gar nicht so frei bewegen. Naja, also du hast jetzt am Anfang nur dieses Karree, später mit deinen Aufstiegen kannst du dann immer wieder aneckende Karrees dazu kaufen. Okay, einige Straßen bauen, ja, Gebiet abzugrenzen. Gebäude spawnen abgegrenzten Gebieten. Weiteren Wachstum ihrer Stadt werden sie städtischen Dienstleistungen Gebäuden freigeschaltet. Klicken Sie auf Hilfe. Okay, das ist eine Straße. Straße bauen. Unsere Straßenerweiterung ihrer Stadt. Makes sense, right? Soll ich die einfach. Oh. Oh, I drag that. Dann machen wir erstmal straight. Boom. Aha. And suddenly it's Einbahnstraße. Ah, nee. Ach du Scheiße. Okay, warte mal. Na gut, mit Einbahnstraßen kannst du halt den Verkehr regulieren. Wow. Kann ich irgendwie. Machen wir es mal so. Sollte passen. So. Nu, we got streets. Na, Auswahl hier. Starten wir seinen kleinen Kreis. Der bereit platzierte Straße. Aha. Squidward on a chair. Machen wir mal so, I guess. Ich baue erstmal fröhlich ein paar Straßen. So eben.
Und das sind jetzt eh noch so die Standardstraßentypen, die reißt man dann später eh generell wieder ab. Ah, dann bin ich so dieser Straßenarbeiter-Dude, der alles irgendwie, der Straßen baut und... Wieso bin ich gerade drauf und dran, Penisstraßen zu bauen? Okay, das muss ich mal ändern. Die Verlockung ist groß, ne? Ja, das ist schlimm. Du kannst auch einen gigantischen Fisch aus Straßen bauen. Hier noch so ein bisschen ab. So. Das ist doch nice. Ja, vielleicht sollte ich auch mal wieder die Zeit laufen lassen. Ich bin es gewohnt, dass ich ne, freie... Ja gut, solange du noch keine Wohngebiete etc. zugeordnet hast und irgendwie für Struktur mit Wasser und Stromversorgung hast, würde ich erstmal pausieren. Okay. Okay. Gut, jetzt müssen wir mal weiter gucken. Also wir haben jetzt hier Straßen. Was ist das hier? Wow. Mit diesen Gebietsdingern teilst du halt zu. Wohngebiet, Industrie etc. Ah. Aha. Dann sagst du halt, okay, das ist grün, da dürft ihr wohnen. Das ist blau, da könnt ihr arbeiten. Und das da hinten ist Industrie, das stinkt. Ach so, also quasi da, wo ich sag, denn da dürft ihr von mir aus euch hinballern, dann dürft ihr euch da... Ah, okay, warte mal. Wenn ich das jetzt hier so mache... Ach so, und dann wäre das jetzt ein Besiedlungsgewerbegebiet. Hä? Kleine Geschäfte, gemütliche Boutiquen. Ach so, eine Shoppingmeile. Ja eben, und dann gibt's dann halt später noch die Hochindustrielle, wo dann halt Markthallen hat etc. Ah, okay. Das geht dann hin bis zur höchsten Stufe, wo dann halt Bürokomplexe sind. Ich sehe schon. Oder Gebiet aufheben. Einfach Flachland. Na, wenn du dich halt mal verbaut hast, von Farbtyp her, dann kannst du draufklicken, dann wird er halt wieder auf Null gesetzt. Nachfrage nach Wohngebieten. Ja, jetzt habt ihr ja keine Wohngebiete, ne? Jetzt wollt ihr natürlich Wohngebiete. Ihr wollt ja natürlich wohnen. Aktuelles Fischmarkt City. Ja, aktuelles Fischmarkt City noch nicht sehr fischmarktig. Aber hier die. Oh, die Klippe. Klippenregel City. Okay, Moment. Ich muss erstmal. Ich baue erstmal eine Straße Richtung Klippenstadt City. Sekunde. Ist wichtig. Das ist wichtig für mich. So. Klippenstadt City. Hm? Was ist denn das so? Also die Leute, die hier leben, tun mir jetzt schon leid. Weißt du, ich denke mir immer, mein Gott, meine Wohnung ist manchmal schief, aber holla die Waldfee, das wird, ne? Ich hoffe, ihr habt nicht, ja, ich hoffe, ihr habt nicht vor, irgendwie Bilder bei euch aufzuhängen, weil das, das ist steep. Also, okay. Das wäre ein Albtraum für mich. Basically. Ja. So, wir machen jetzt erstmal Wohngebiete. No! One Deck, danke dir fürs Followen. So, erstmal ein paar wohnende Gebiete. Wir machen mal... Ach komm, wir machen mal so ein nettes Waldgebiet hier. Hier dürft ihr euch von mir aus auspummeln. Ist mir scheißegal, was ihr macht. Squidward on a chair. Ah, okay, warte mal. Machen wir so? Das war jetzt... Also als Tipp würde ich jetzt erstmal nur eine Ecke mit Wohngebiet machen, weil die sich dann dort ansiedeln. Okay, gut, warte, dann lass ich die Leute jetzt mal hier siedeln. Na eben, weil du musst jetzt dann erstmal schauen, dass du noch deine ganze Wasserversorgung legst, samt Rohren und dann halt noch ein paar Windräder etc., was du machen willst für Strom. Hm. Okay, let me check. Also, wir haben hier Strom. Ah, okay. Hochstand. Bei Bau von Hochspaßen können die Straßen... Aha, okay, nice. Jetzt gucken wir erstmal, was haben wir denn hier? Ein Kohlekraftwerk. Ja, nee. Na komm, ich glaub, Hamburg und die gute Kohle. Ja, die gute Kohle. Die werden dich hassen. Die werden mich so hassen. Wasser. Komm, der Mensch kann ohne Strom überleben, aber nicht ohne Wasser. How do I get water? Was haben wir denn hier? Wasserpumpenstation, das scheint wichtig. Abflussrohr, das scheint auch wichtig. Dann solltest du halt beim Abflussrohr gucken, in welche Richtung fließt vielleicht das Gewässer oder ist es ein stehendes? Echt jetzt? Das ist auch wichtig? Ja, wenn es halt an dem Fluss ist und es halt so hinstellst, dass es mit dem Strom das Abwasser runterspült, dann verunreinigst du dein Trinkwasser. Ich bin an einem Meer, ich bin an einer Klippe. Da hinten ist ein Schiff. Das sind die ersten Leute.
Die kommen hier an. Was ist überhaupt dieser Vogel hier oben? Hallo, hier ist Chipper. Behalte dich im Auge, mein vorheriger... Ah, du bist Twitter. Sehr schön. Fuck off. Ja, das ist deren ihren Twitter. Da kommt dann ab und zu sowas wie, oh mein Gott, unser Müll wird nicht abgeholt oder so ein Gejatze. Sehr schön. Wird... Wow. Hi, Wirtschaftsbaum. Ach, du Scheiße. I feel smarter already. Okay, nee. Okay, vielleicht sollten wir erstmal gucken. Ja, Micromanagement wird hier groß geschrieben. Wasserrohre. Ich glaube, wir sollten erstmal eine Wasserpumpstation. Ich glaube, das ist erstmal wichtig. Warum auch immer hier. Wir können das ja hier an der Klippe, I guess. Machen wir mal hier. Wieso ist da so ein... Ach so, jetzt muss ich Rohre verlegen quasi. Ja, du musst halt die Rohre erstmal an die Pumpe anschließen, dann kannst du sie feuchtfröhlich verbunden durch die ganze Stadt ziehen. Bowser Freak, vielen Dank für das Abo! Okay, also... Ich muss jetzt quasi... Moment, ich muss jetzt also irgendwie diese Rohre zu den Wohngebieten hinlaufen lassen. Ja, du ziehst das jetzt einfach dann quer durch die Botanik und alles, was in diesem blauen Bereich von den Rohren ist, wird mit Wasser versorgt. Ach so. Und da kannst du halt nach Belieben in den dämlichsten Strukturen halt die Rohre anklippen. Dann machen wir doch einmal so. Und dann machen wir doch einmal... Nee, kann ich das... Ach so, hier. Machen wir doch einmal so. Dann haben wir schon mal die Wohngebiete mit Wasser versorgt. Basically. Die hier in diesem einen Fleck wohnen, die haben Pech. Die müssen halt mit Dreck aufposten, was auch immer. Okay, das ist schon mal das. Als nächstes wäre wahrscheinlich Abwasser, right? Dann halt musst du halt noch ein Abwasserding dranhängen. Das läuft halt über dasselbe Abwassersystem. Ich habe eine Idee. Das lassen wir hier so ganz sneaky hier außen laufen. So, oder an der Klippe die Klippe runter. Nee, das wäre blöd. So, Kinder, ihr wisst, hier dürft ihr nicht schwimmen, weil hier ist das böse Wasser. So, und das muss jetzt auch verrohrt werden. Funktioniert das, ja, das genauso wie das andere? Das hängst du einfach ans selbe Abwassersystem. Ach, an die Abwasserrohre. Das hängst du einfach an dieselbe Rohrleitung. Oh, das ist ja cheesy. Okay, klonk. Entfernung. Das muss dann halt... Achso. Du musst halt jetzt dafür sorgen, dass dann halt die Dinger halt per Windrad oder so halt auch jeweils Strom kriegen. Ja gut, wir sind ja schon mal so weit. Wir haben schon mal Wasser. Die Leute, die da sich ansiedeln könnten, rein theoretisch leben. Wir könnten... Nein, die wollen Strom. Sonst kommen die nicht. Ach, die wollen Strom. Oh. Und deswegen, du musst ja halt dann halt auch noch die zwei die Abwasser- und Pumpstationen auch mit Strom versorgen. Also halt jeweils ein Windrad dazu klatschen, passt schon. Also ein Windrad neben das Ding und dann... Ja, du siehst ja dann auch jeweils den Wirkungsradius von den Dingern. Also mit allem, was da an Gebäude dazu kommt. Diese die Windturbine, die alles, was in diesem roten Radius ist, kriegt Saft. Du stellst das Ding daneben hin und dann hast du so dieses blaue Gewabbel drumherum mit allen Gebäuden, die damit verbunden sind, wo dann halt Saft kriegen. Ah, ach so, jetzt sehe ich. Okay, gut. Und du kriegst auch eins, weil du bist halt ein Abwasser, du darfst das halt. Hm. So, und jetzt muss ich aber noch mit Strommasten das Ganze wahrscheinlich... Nö, also die versorgen jetzt die Gebäude direkt. Mit den Strommasten könntest du halt so überlandmäßig Strom transportieren etc. Ah, also reicht, wenn ich einfach ins Wohngebiet jetzt ein paar Windräder stelle? Ja, ich würde jetzt da vielleicht ein oder zwei hinstellen, dann später schauen, dass du da möglichst gut Bäume oder so hinstellst, damit es nicht zu laut wird. Kann ich irgendwie sehen, wo die Wohngebiete anfangen? Wenn ich so mache, ist alles bedeckt, aber ich weiß nicht, ob ich damit über... Ah, fuck it, die werden schon klarkommen. Du warst so in etwa. Ja, wer braucht schon Strom? Ne? Du? Nein, die haben angefangen. Ich muss auf jeden Fall noch zwei machen, weil sonst reicht das vom Radius her nicht. Scheiße. Machen wir so. Und
Was? Spiel angehalten. I know. Ich hoffe nur, das hat jetzt soweit funktioniert, wie ich das mir gedacht habe. So, okay, wir haben jetzt Strom und wir haben Wasser. Mhm. So, basically, wir könnten jetzt mal die Leute, jetzt können wir das Ganze mal, ach ne, Quatsch, wir haben immer noch kein gesiedeltes Gewerbe, Stinky. Ja, ist ja momentan egal, die wollen ja jetzt im Augenblick nur wohnen. Also an den Dingern siehst du ja, was sie gerade möchten. Ach, die wollen Wasser und Strom, aber Hauptsache, von was ernähren die sich? Von Baumrinde? Vermutlich. Von den Steinen hier? Okay, people, kommt an. Hurra, der Bauerwalder Pumpstation wurde abgeschlossen. Freshwater, Hashtag Freshwater. Ja, gewöhn dich an Hashtag, das machen die ja gerne. Was? Herzlichen Glückwunsch, das ist ein Kraftwerk. Ah, cool. Weitere Optionen. Schau dir in Gewinnbestimmung die dafür vorgesehenen Werkzeuge an. Aha. Gebietsabgrenzung. Ah, okay. Baut ihr ernsthaft jetzt da, wo ich noch, wo kein Saft ist? Das machen sie gern, deswegen hatte ich ja gemeint, grenzt es am besten erstmal ein bisschen ein. Okay, warte mal. So. Gut, für euch speziellen... Moment, das machen wir jetzt erstmal weg hier wieder. Das machen wir mal. So, weil dafür habe ich keinen Saft. Ich habe nur für die Seite hier Saft. Na, ja, das kommt ja halt erstmal darauf an, dass sie überhaupt irgendwo im Wirkungsradius von einer Stromquelle sind. Dann springt's ja von Haus zu Haus. Ich merke jetzt, dass ich habe keine Kohle mehr. Well, that escalated quickly. Yep. So, ich hoffe, ihr braucht keinen Strom, weil Strom habt ihr da in eurer Ecke nicht. Das habt ihr euch jetzt selber zuzuschreiben. Ich meine, es ist ja schön, dass ihr hier eure Bilbo-Nachbarschaft baut. Das ist ja wirklich nice. Schön, ihr seid jetzt, ihr seid existierende. Wie schnell baut ihr eure fucking Häuser? Alter! Schnell. Mietnomaden. Ja, ihr habt keinen Strom. Guess what? You fucking twats. Ja, das habt ihr euch jetzt selber zuzuschreiben. Willkommen in Fischmarkt City, ihr Höhenmenschen. Strom gibt's nur da. Scheiße. Okay, ich glaube, der eine hat's begriffen. Ja, der eine, einer baut hier und der hat höchstwahrscheinlich nachher Strom. Der Rest hier. Ja, ihr das seid. Aber nicht schlecht. Ihr seid ein bisschen. Ich stell mir ihr seid ein bisschen vor, retarded. Der eine Dude hier kommt hier, hat die ganze Zeit Strom und seine ganze Nachbarschaft kommt andauernd zu ihm. So nach dem Motto, können wir unsere Sachen mal bei dir aufladen? Wir haben hier immer noch keinen Saft. Würde du nachher kommen, Glücksrad, kann ich ein bisschen bei dir abzwacken? Ja, kann ich Glücksrad bei dir gucken? Ey, der Typ verdient sich der verdient sich dumm und dämlich. Vor allem, ich verliere immer weiter Geld und ich weiß nicht warum. Bezahle ich deren Häuser oder was? Jetzt müssen ja erstmal Leute ins Städtchen kommen, wo dir Steuern zahlen. Jetzt quäken sie auch noch nach anderen Gebieten. Jetzt siehst du ja, wie langsam die Balken hochwachsen. Man, was ist denn das hier jetzt? Nach Gewerbegebiet. Ach so. Okay. Die Sabrina-Straße, die Parker-Straße. Kann ich die umbenennen? Müsste eigentlich gehen. Wo und wie? Moment, warte mal, Straßennamen. Oh Gott, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist so ein neues Feature, mit dem ich mich noch gar nicht beschäftigt habe. Allgemeine, also allgemeine Zufriedenheit. Relativ grumpy. Heute Morgen hat Revelations funktioniert und jetzt meinst du, was sie wollen. Well. Ich meine, jetzt wohnt ihr hier. Ja. Habt ihr jetzt mal Lust, so langsam Miete zu zahlen? Jetzt wollen sie auch noch einkaufen gehen und irgendwo arbeiten. Hallo, sehe ich auch. Hallo, ich habe kein Geld. Das ist denen scheißegal. Ich meine, okay, warte, ich baue euch ein fucking hier ein gering besiedeltes Gewerbegedings. Hat zwar auch dann keinen Strom.
Merkst du? Wobei, wir machen mal hier das Ende der Straße. Das Ende der Straße ist jetzt dann mal so. Achso. Am Ende der Straße splittern. Machen wir mal so. Dann bauen sich jetzt da hoffentlich am Ende der Straße ein Haus am See. Orange, braun, Blätter auf dem Weg und so. Direkt gegenüber vom Wald. Damit der hackfleischhassende Zahacker ankommt. Solarsonne, Solar geschickt, folgende Reise. Hallo, I don't. You fucking bird. Okay, die Leute sind weniger stinkig. Ja, jetzt haben sie halt ihre Einkaufsmöglichkeiten, jetzt musst du dann halt noch Arbeitsmöglichkeiten liefern. Ja, ich habe jetzt so ein kleines Gewerbegebiet bestimmt, aber da hat sich noch nichts getan gerade. Da steht ein Busch. In der Ashlyn-Straße. Ach doch, jetzt kommt was. Jetzt baut sich da was. Seht ihr, ihr Bilbos? Jetzt könnt ihr da, jetzt kriegt ihr euren Scheiß. Jetzt, now you get your shit. Ja, Industrie muss dann halt auch noch bauen. Also das muss immer gut im Gleichgewicht sein. Aktuell. Also es kommen Leute dazu. Das ist nice. Das ist swell. Ich bin zwar bald bankrott, aber ja Mensch. Also wie Hamburg. Basically, yes. Vor allem, wieso verliere ich immer noch Geld? Ich mach doch gerade gar nichts. Niedrige Steuern, verschwenderisch gebaut. Du musst ja dann halt auch bedenken, alles was du gebaut hast, kostet auch erst nochmal Geld. Industrie wirft dann halt auch noch Geld ab, wenn du was mal bauen würdest. Ja, soll ich? Muss ich? Ja, wenn die Leute danach verlangen, dann brauchst du es. Also Industrie bringt Kohle. Mit einer Industrie? Ja, meine Güte, Kinders. Oh, okay, gut, kriegt ihr halt eine Industrie. Hier, hat zwar keinen Strom, aber viel Spaß damit. Ja, das wird funktionieren. Ja, ich bin kein fucking Magician. Die müssen halt in der Sabrina-Straße zusehen, wie sie klarkommen. Ich habe auch kein Geld mehr. Ich bin auch nur ein Ultralord, ja. Ich bin gleich bankrott. Ich meine, jetzt sind hier Dinge. Ja, immerhin seid ihr happy, ist ja schön und gut. Yay. Unbeliebtester Bürgermeister. Well, fuck you, Game. Das hat ja gut funktioniert bislang. Ich bin stolz auf dich. Ich bin gleich im Minus. Es könnte nicht schlimmer sein. Aber die Leute lieben dich. Ja, sie sind zufrieden, müssen ja auch nichts bezahlen, machen ja auch nichts für ihren Scheiß. Aber solche Protzbuden bauen, weißt du, das sind mir die Liebsten. Wahrscheinlich sind die Steuern auch noch scheiße billig. Weißt du, und er hier, weißt du, die Dudes, das sind mir die Liebsten, bauen sich so ein kleines Pimmelhaus und teilen sich einen Scooter. Alter, dein Scooter, ne? Motorroller. Was kann ich damit anstellen? Folgen? Warum will das nicht mehr, das Spiel? Ich hab's doch heute erst gespielt gehabt. Ja, natürlich seid ihr Bilbos unglücklich. Ich wäre auch unglücklich, wenn ich hier wohnen müsste. Und natürlich habt ihr keinen Strom. Guess what? Ich hab kein Geld. Also, ne? Abwasserkanal benötigt? Hä, ich hab doch ein Abwasser. Warte mal. Sicher, dass du es angeschlossen hast? Ja, hab ich. Außer Betrieb. Warum? Weil ich kein Geld mehr habe, oder was? Oder du guckst mal nach in den Statistiken, ob du jetzt gerade alles angeschlossen hast, stromversorgt ist, etc. Da, es ist aber angeschlossen. Es ist an die Wasserrohre angeschlossen, das Abwasserding. Und hast du den Stadtteil, wo du gerade das jeweilige angebaut hast, auch mit dem Rohrnetz verbunden? Ja. Okay, das Industriegebiet nicht. Ja, super. Ja, komm! Er ist neu, er weiß es nicht besser. Ja, mein... Wir erklären es ihm später. Manu! Ich meine. Was?
Raymond Peters hat gedacht, dass frisches Wasser, Hashtag Wasser, zu den grundlegenden Dingen gehört. Aber nein! Wie lange müssen wir noch warten, bis die Abflussrohre wieder funktionieren? Do I look like this is fucking my problem? Du bist der Bürgermeister, also ja, es ist dein Problem. Bin ich gar nicht, das habe ich gar nicht, das habe ich nie gesagt. Ihr Dumpfdödel seid in ein Gebiet eingezogen, wo nicht mal Strom gibt. Sowas macht man gefälligst vorher. Ihr Schwachköpfe. Ja, man legt vorher Strom. Richtig. Well, und ich mache immer noch weiter Minus. Du kannst ja ein Darlehen aufnehmen. Das könnte ich. Wo? Hier, warte. Auf diesem Geldbündel. Okay, warte mal. Darlehen, hier, Tatz. Erreiche eine Bevölkerung von 400. Ich kann kein Darlehen aufnehmen. Dann hast du eine Arschkarte gezogen. Strom, Budget. Das ist, 100%. Moment, was bedeutet das denn, wenn ich das hoch oder runter setze? Sie zahlen mehr Steuern oder weniger? Ich könnte ja richtig fies oder sein, ne? Also beim Budget steigerst du halt das Maximale vom Output-Input von dem, was du raushaust. Mhm. Kosten halt auch mehr Geld. Also wenn du zum Beispiel jetzt beim Wasser den Strom da runterschraubst, dann ist halt weniger Saft und Wasser auf den Leitungen. Ja, aber abends, ich kann das ja auch einstellen, abends kann man das ja mal runterstellen. Hä? Ach, abends brauchen wir das ja nicht so. Cool. Hast du hier diesen einen komischen Capcom-Ordner von Resident Evil Revelations 2 bei dir gerade auf dem Rechner? Plus fertig, Raymond. Sackgesicht. Hält sich für besonders witzig, weißt du? Zieht in eine neue Gegend und alles, was er tut, ist rumkacken. Hey, Carolines. Capcom Resident Evil 6? Ich habe nämlich wieder diesen Error 9. Na gut, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo ich das haben soll. Ich meine, so langsam aber sicher machen wir immer weniger Minus. Es ist Fortschritt, I guess. No. Okay, ich sag das nur ungern, aber vielleicht sollten wir nochmal neu anfangen. How about that? Du bist ja momentan noch am Üben, du weißt es nicht besser, du kannst nichts für. Spiel verlassen? Schließe ich dann das gesamte Spiel oder? Nee, zum Hauptmenü, okay. Let's try that again, shall we? Jetzt habe ich schon mal eine grobe Ahnung. Grobsten Ahnung. Vielleicht ist auch die Klippenbucht ein bisschen verflucht. Gebiete mit Klippen sind generell immer ungesund. Schattige Strähne, wo könnten wir denn mal schnell hin? Schnellwasser, also wenn wir hier kein Wasser haben, dann haben wir ja auch nicht. Zwei Flüsse. Diamantküste, das klingt echt, was Weehawk nehmen würde. Ach komm, wenn wir sowas haben. Wie nennen wir das denn mal? Genau, nicht Fischmarkt City. Begin. Das ist jetzt nicht Fischmarkt. Das ist jetzt nicht Fischmarkt City. Aber jetzt habe ich eine Ahnung. Eine grobe Ahnung. Glaube ich. Hi. So. Sicher. Es ist nicht Fischmarkt City, also... Ja. Okay, ich habe ein winziges Eckchen für Wasser. That is fucking great. Das ist ja wunderbar. Regel 1, was Fischmarkt City angeht, Fischmarkt City gab es nie. Es stimmt, außerdem, das ist nicht Fischmarkt City, das ist Fischmarkt Siri. Scheiße, ich kann nicht mal schreiben. Okay. Fischmarkt Siri. Fischmarkt Siri. Okay. Let's figure this shit out. Das Spiel will natürlich, dass ich jetzt erstmal Straßen baue, wo ich noch gar keine Straßen bauen möchte. Gut. Let's figure this shit out.
Wir brauchen Wasser, wir brauchen Saft, wir brauchen Leute. How do we do it officially? Keso findet es offenbar auch witzig. So, gut. Erstmal Straßen. Sie ist ein lustiges Mädchen. Sie findet viele Dinge lustig. Aber erstmal. Wie viel kostet. Ja, kostet ganz schön viel. Jesus. Wir fangen mal. Sucha. Ich muss ja sagen, das sieht dann schon immer ganz nice aus. Es biegt sich auch immer so schön. Mal so. Und hier machen wir dann mal eine fürs Gewerbegebiet. Ich merke schon, also die mit den Straßen, das wird noch witzig. Die bauen wir mal so. Und dann so. Let me get to this. We can do this. Also. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Halt die Fresse. Ich krieg das hin. Wenn, den kompletten Ordner einmal. Diesen Revelations-Ordner. Weil Problem ist, es hat vorher funktioniert, aber jetzt ist irgendwie alles weg. Ich kann dir mal mein Steam-Ding kopieren. Ich weiß noch nicht, ob dir das jetzt was bringt. Hier Industrie. Machen wir mal. Kann ich das auch irgendwie. Oh. Ja, ausmalen. Das war eigentlich nicht mein Sinn und Zweck. Ich wollte es eigentlich. So. Und dann. Like that. Und dann hier. Kommt das hier. Das hier übrigens auch, das darf auch. So, das ist schon mal das. Jetzt kriegt ihr Saft. Und diesmal kriegt ihr sogar so weit Saft, dass jeder Saft kriegt. Das ist doch eine Lüge. Das ist überhaupt nicht. Shut the fuck up. Nämlich bis hierhin kriegt jeder Saft. Dann ist das alles gedeckt. Ich habe den Ordner gefunden, gerade bei mir holt. Der ist bei mir auf der anderen Festplatte. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass hier keiner leben will. Oder warte, ich mach das gleich erstmal ein bisschen kürzer. Dann passt das. Machen wir mal. Wobei, da ist ja schon Wohngebiet. Scheiße. Fuck. Straßen. Kann ich Straßen irgendwie wieder abreißen? Ja, mit diesem Raupenbagger unten an der Seite. Raupenbagger. Unten links am Bildschirm. Ah, hier, there we go. Brumm, oh geil! Das ist halt ein Abrisstool, damit kann man alles plattwalzen. Machen wir mal so. Ich hab schon. Ja gut, das bringt jetzt nur wenig, dass du es hast. Ich muss ja wissen, was ich dir geben soll und wo ich es finde. Nee, ich meine hier von wegen, ich guck gerade, dass ich das hier. Fick dich, Spiel. Moment. I can fix this. Was hast du kaputt gemacht? Nothing. Nothing. Was hast du angestellt? Nothing. I can do this. Brennen die Leute schon? Nein! Und wenn, die haben angefangen. Alles klar. So. Haha! Das gefällt mir gar nicht, wenn das so hysterisch gackert. Bingo! This should work. So. Everything works according to plan. Everything works according to plan. According to plan. Hier kann noch so ein kleiner Seitenladen hin, for all I care. So. Wasser. Next one. Next step.
Gut. How you get water? You get water, if I say so. Du machst einen Regentanz. Genau. Und das Abwasser kommt dann hierhin. Und dann kommen Rohre. We built this city on rock and Rohr. But how? I don't know. Maybe like this and that. Ja, ja, ist ja gut. I can fix this. Er muss wieder irgendwas angestellt haben. Hab ich gar nicht. Maybe like that. Scheiße. Fuck. Die letzten kriegen halt nur Restwasser. Das ist jetzt halt nicht so wichtig. So, und jetzt pack das. Tu das. This should work. Hast du auch dran gedacht, die Abwasser- und Pumpstation mit Strom zu versorgen? Also nein. Ich glaube, er versucht gerade, dich krampfhaft zu ignorieren, Hol. Ich bin diese kleine Stimme in seinem Kopf. Das funktioniert nicht. Okay. Okay. Möchtest du eine Zahl kaufen? Okay. Endlich Frischwasser für die ganze Stadt. Fuck you. Möchtest du ein D kaufen? Wenn ohne Scheiß, ich sag's euch jetzt schon. Also ich mach euch fertig hier. Das ist, ihr habt jetzt so eine schöne Stadt an sich. Du bist so ein netter Bürgermeister. Fresse, natürlich bin ich das. Natürlich bin ich das. Bürgermeister des Jahres. Natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Niemals. Doch, natürlich. Man nennt mich auch den Bürriff. Ja, sowas für dich esse ich zum Frühstück. Scarlettstraße. Okay, das Industriegebiet ist die Scarlettstraße. Die Stevenstraße. Ich würde so gerne wissen, wie kann ich die Straßen umbenennen? Emma-Straße. Kann ich die. Ich kann die Straßen umbenennen. Yes! Oh. Ich muss da nur draufklicken. Okay. Okay, Scarlettstraße gefällt mir. Emma-Straße ist jedoch scheiße. Emma-Straße. Die Emma-Watson-Straße, die Scarlett-Johansson-Straße. Klein-Fischmarkt. So, Klein-Fischmarkt. Das ist auch noch Klein-Fischmarkt. Das ist auch noch Klein-Fischmarkt. Okay, das ist auch Klein-Fisch. Und das ist die Stevenstraße. Hab's auch überall Fisch. Das ist die Jojo Abfahrt. Echt jetzt? Die Jojo. Okay. Läuft. Natürlich seid ihr immer noch unzufrieden. Digital Wolverine ist ein Comeback. Ah, fuck you, piss off. So, jetzt wohnt ihr da. Baut Märkte. Seid cool. Baut Industrie. Seid cool. But just fucking do something. Ich meine, jetzt habe ich ja. Ja, das ist Industrie. Das ist ja Kleinindustrie. Aber natürlich bauen sie sich erstmal alle Häuser, die Säcke. Kommen in meine Stadt und wollen sich an einen fucking gedeckten Tisch setzen. Das sind mir immer die Liebsten. Und dann auch wieder mit solchen Protzhäusern. Alter! Na, die nächste Stufe sind ja dann eben Wohnhäuser, also mehr von mir. Ey, immer noch dieses blöde Problem. Mein Jesus Christ, was sind das für Protzhäuser hier? Es ist halt Vorstadt. Welcome to Protz City, Alter. So, mag einer von euch Bilbos jetzt auch mal hier irgendwie was bauen, was. Nachfrage nach Industrie. Ihr habt dafür Gebiete, ihr müsst nur mal was bauen. Na, geht doch. In der Jojo-Abfahrt, da hat jemand sich gemerkt. Ja, this is an idea.
Jojo-Abfahrt. Nee, die Jojo-Abfahrt holen. Das ist wichtig. Oh Gott, der Himmel. Welcher Gott? Singing in the rain. Es regnet. Okay, ich im Himmel. Wieso kriege ich ein fucking Achievement dafür, dass es regnet? Warum willst du den Himmel holen? Ich dachte, wir teilen uns die Hölle. Da steht nur klein Schischmark. Da steht klein Fischmark. Wieso steht hier klein Fischmark? Ich hab doch Tenon. Oh. Also Keks, ich habe mich nach langer Überlegung dazu geeinigt. Du kannst die Hölle haben, ist mir. So, Fischmarkt, so. Ah, denk dran, die haben da oben nur 3 Fernsehsender. Ich brauche kein Fernseh, ich habe Internet. Okay. Gibt's auch nicht. We're working on it. Die Musik ist gerade echt so nach dem Motto Heavy Rain. Ohne Scheiß. Wir haben hier ein Big Bite. Was auch immer das ist. Das sieht aus wie eine Tanke. Kurz vor der Jojo-Abfahrt. Der hat mitgedacht. Ein Eiscreme-Laden. So ist der Verzweifel nach deinem Medica. Unter anderem. So, mal gucken. Wie sieht's denn jetzt gerade in den Wohngebieten aus? Wie sieht's im kleinen Fischmarkt aus? Sieht doch gar nicht mal doof aus. Man sollte immer drauf achten, nach was die Leute gerade schreien an Gebieten. Tony Tiny, danke dir fürs Follow. Ja, ich sehe jetzt gerade, wollen sie mehr Industrie- oder Bürogebiete? Okay, dann. I can give you that. Mach sie glücklich. Ja, ich meine, wir haben aktuell noch. Es ist noch so viel unbebaut, aber gut, ich kann auch noch mehr. Ja, gut, wenn es noch nicht bebaut ist, dann warte einfach mal ab, bis sie von selber bauen. Ja, okay, warte mal. Wenn es noch weiter steigt, dann baue ich hier noch irgendwie eine Straße ab, damit das hier auch noch gedeckt ist. Kann ich irgendwie sehen, wie viel. Wie der Deckradius für Strom ist? Also wenn du auf das Blitzzeichen gehst. Ja, genau, dann sehe ich dieses Blaue. Und wenn ich da quasi Straßen durchbauen würde, dann. Der Strom hopst ja von jedem Haus, das nebendran steht. Ach so. Deswegen, ja, also wenn du irgendwo Anfangspunkt hast, wo du ein paar Windräder hinklatschen, das halt an. Hopst das weiter. Wow, jetzt kommen die Leute aber langsam an hier. Da werden Kinder glaub. Alter, ist der dem gerade reingefahren? Was ist denn hier los? Psychopathen-City. Ja, ohne Scheiß, was habe ich hier für ein Soziopathenteam? Was parkt ihr alle auf der Straße? Okay, es parkt am Straßenrand. Haben die eine Party hier und ich bin nicht eingeladen? Bist nur der Bürgermeister, du darfst nur zugucken. Alter, ich könnte euer Haus abreißen, sofern ich rauskriege, wie es funktioniert. Du nimmst einfach den Raupenbelacker. Ich kann es nicht glauben. Die machen hier offenbar. Zieht euch das rein! Die haben hier offenbar eine Party! Ohne mich! Ohne den Bürgermeister! Ohne den Schnörkengörbler! Nimm die Plan hier Raupe und mach sie platt. Zeig ihnen, wer der Bürger ist. Ich kann. Oh. I hate those guys right now! Buchholzresidenz? Kackboons! So. Die Macht, Leute umzubenennen, hättet ihr mir nie geben dürfen. Oh Gott. Um genau zu sein, ihr kriegt sogar den Titel. Die Kackboons! So, was habt ihr nur davon? Don't mess with Bürif. Alter, das Industrie sieht ja. The Name District, danke dir für den Abo! Ja, aktuell sind sie zufrieden soweit. Wir machen zwar noch Minus, aber es kommen immer mehr Leute rein. Ist also gar nicht so doof. Machst du fein. Ja, ne? Wie viel von der Stadt brennt bereits? Gar nicht. Gar nicht. Was? Überhaupt nicht. Nein. So, bislang. Es sieht schön aus. Es sieht schöner aus als das, was wir vorher hatten. Belassen wir es dabei. Es brennt nichts. Wir machen zwar noch leichten Minus gerade, aber okay, wir haben noch genug Wohngebiet, wo Leute besiedeln können. Wir haben hier noch die ganze Ecke. Wir haben hier noch ein Fleckchen frei. So, mal gucken. Gut. Ganz okay, chillig. Auf Twitter noch nirgends Bilder von einer brennenden Stadt zu sehen. Okay, sieht gut aus. Oh doch, also jetzt, wenn man weiß, wie die Basics sind, dann ist das eigentlich voll cool.
Ja, das Micromanagement ist dann halt später hard to learn. Ja, ja. Macht halt auch, je größer es wird, desto schwieriger wird es wahrscheinlich auch, ne? Aber. Ja, du musst dann halt schauen, dass du halt Hauptstraßen setzt, wo halt der ganze Verkehr durchrauscht. Oh mein Gott, wir sind bald aus dem Minus. Also in dem dauerhaften Minus. Wir kriegen dann tatsächlich was. Das ist kind of fun, I have to say. Oh, nur noch 7 im Minus. Plus! Ja! Wir machen Plus! Und jetzt hast du den Bürgermeister. Fischmarkt Siri lebt! Fischmarkt Siri. Ja, es sollte City heißen, aber ich kann das jetzt nicht mehr ändern. Ich habe mich da vertippt. Künstlerpech. Künstlerpech. Ich meine, die wollen immer noch neue Wohngebiete, dabei ist hier noch so viel Platz. Na, dann verteilen sie sich ja dann zwangsläufig drauf. Ja, aber irgendwann muss ich dann halt neuen Strom machen, halt neue Straßen. Ah, das wird schon. Du musst halt Input-Output nachgucken, mit einer wachsenden Stadt immer, musst halt mehr von den Rädern bauen. Beziehungsweise kann ich hier, ich könnte hier einfach durchfahren. Beziehungsweise... Achso, dafür müsste ich Leute bulldozern, weil die Straße mehr Platz braucht. Okay. Na dann, Bulldozer drauf los. Nee, warte, ich bulldozer mich dann mal lieber hier nochmal durch. Weil hier hat sowieso noch niemand gebaut. Dann. Und der dozert. Ich baue die Straße nur, damit sie schon mal existiert. Man muss es ja noch nicht zuteilen, oder? Oder? Nö, musst du noch nicht. Okay, dann machen wir das mal. Oder warte mal, was ist vielleicht da? Oh, Schurschmann hat eine Idee. Oh nein. Oh doch. Oh nein. Oh doch. Leg das Kerosin weg. Oh doch. Daddy, oh nein. Daddy, oh doch. Okay. Schon mal neue Straßen. Wir haben einmal die Harrisstraße. Die führt einfach ins Nichts. Und wir haben die Smithstraße, die führt, like you guessed it, auch ins Nichts. Oh Gott. Alter, wir machen richtig Plus, wir rocken das Shit. Auf einmal läuft's. Noch. Noch. True that. Fahren wir in hier ein Riesenfeld, wo einfach mal leer steht. Okay, let me check this. Also... Ich baue da sowieso noch weiter geradeaus. Also können wir erstmal hier noch weiter Wohngebiete draus machen. Also langsam bildet sich mehr Wolle für Industrie. Oh ja, jetzt wollen sie langsam wirklich hier Dings. Warte mal, da müssen wir doch mal gucken. Saft. Achso, ihr kriegt alle schon. Ja, aber die kriegen hier alle noch Saft. Die sind alle noch von einem Windkraftwerk versorgt. Also muss ich ja eigentlich noch keine weiteren bauen. Man muss halt immer gucken, ob jetzt halt Input-Output noch im grünen Bereich ist. Dasselbe dann halt auch mit Abwasser und Wasserversorgung. Oh ja, stimmt, Wasser. Oh, shit. Stimmt, Wasser ist hier noch nicht. ja, aber Wasser und Abwasser ist ja eins. Das ist ja nicht das Problem. Aber das... Oh, das läuft doch super schön. Und... Klonk! Bester Bürgermeister. Hey, Spitzkopf, Larry. Also immer dran denken, Kinders. Wenn irgendwas im Argen liegt oder komplett durchknallt, schreibt mich auf Twitter an. Schickt Fotobeweise. Komischerweise ist noch kein neuer Bedarf für halt so kleine Märkte. Offenbar kommen die mit den paar Billo-Märkten, die sie hier haben, total klar. Ja gut, momentan hast du ja wahrscheinlich noch den Status mit den kleinen Wohnungen. Das sind ja Einzelfamilien. Und ja, dann gut. Halt später da die Mehrfamilienhäuser hast und halt die Wolkenkratzer, dann hast du halt mehr Bedarf für. Ja gut. Jetzt gerade aber sind die Bedarfs... Also ich muss wahrscheinlich bald das Industriegebiet ein bisschen erweitern. In den Wald. Na dann. Ja, ich meine, ne... I could care less, basically. Und wir machen dann mal... Ja, ich glaube, wir sollten mal so langsam anfangen, damit neues Industriegebiet zu machen. Müsstest mal gucken.
vom Bildschirminterface ganz links, dann hast du hier einmal diese ganzen Stadtdinger. Und so eine Weltkugel. Warte mal, ich komme gerade damit klar, wie ich Kurven baue. Also auf der Weltkugel kannst du unter anderem dann später die kaufbaren Karrees angucken. Und dann halt eben die Stadtgrenze erweitern kannst. Aha. Machen wir mal so. Wow, herzlichen Glückwunsch, kleiner Weiler. Ah, so die nächste Stufe erreicht. Scheinbar, neue Features, Steuern und Darlehen. Neue Dienstleistungen, Müll, Gesundheitswesen, Bildung. Neue Gebäude, Grundschule, Arztpraxis, Mülldeponie und Pokémon Center. Ja, die wollen jetzt halt, dass du auch den Müll abholst. Einen Arzt wollen sie. Ey, Main Ones in Pokémon Center, right? Ja, du hast ja ein Pokémon Center gebaut. Okay, that's cool. Mülldeponie solltest du möglichst irgendwo abseits hinstellen, weil die Dinger verpesten ordentlich. Okay, warte mal. Erstmal muss ich das Industriegebiet fertig machen hier. So, erstmal das. Das sollte erstmal genügen. Also, okay, let me check this new stuff. Alter, die Leute siedeln sich aber auch an wie die Ameisen, also... Ja, wenn's mal läuft, dann kommen sie. So, Müll. Okay. Was haben wir denn hier? Also im Bestfall irgendwo mitten ins Industriegebiet oder ein bisschen arg abseits hinstellen. Weil ja, ich sehe das schon. Verpestet ordentlich. Ich hab hier... Achso, das muss an eine Straße angebaut werden. Ja, ja. Dann machen wir das mal... Hier. Mülldeponie. So, Müll gebaut. Mülldeponie gebaut. Muss ich damit jetzt noch weiter was anfangen, oder... Du kannst dann später halt noch eine Müllverbrennungsanlage bauen, um die Deponie irgendwann zu... Ja, ja. Aber muss ich jetzt mit der Mülldeponie jetzt noch irgendwas anfangen, oder holen die jetzt einfach so... Nö. Die Fahrzeuge fahren von allein. Du kannst höchstens das Budget hochsetzen, damit mehr Müllwagen unterwegs sind. Ach so. Und Gesundheitswesen. Pokémon Center. Hast du den Leuten eigentlich erklärt, dass du schon ein paar Sachen als Mod rein hast? Ich habe ein paar Kleinigkeiten als Mod reingepackt. Nichts Besonderes, aber... Ich habe gedacht, ein Pokémon Center, why not? Medical Clinic, ja, also... Ich schätze mal, ich kann das als medizinische Einrichtung benutzen. Ja. Die muss ich auch... wenn ich die irgendwie an so ein Wohngebiet habe, ist eigentlich gar nicht doof, oder? Du siehst es ja dann an diesen Smileys, was dann eben mit abgedeckt wird. An den Smileys? Ich habe jetzt mal... Also ich mache jetzt erstmal eine Medical Clinic, besser ist... Also wenn du es halt an der Straße halt immer grün werden, was dann halt von der Bindung her immer gut angeschlossen ist, von der Reichweite. Ach so, also wenn die Straßen grün sind, dann ist das für die Leute okay. Das ist dann halt von der Anfahrbarkeit her, weil die müssen ja halt auch... Ah, okay, das heißt, wenn ich ein Pokémon Center hier in die Ecke stelle, ist das für die Leute vollkommen okay. Ja, und dann kriegst du dann halt jeweils noch so ein schönes Smiley von den Leutchen, ne, wenn es mir. Oh, da ist ein Krankenhaus. Ich meine, wir haben ein Pokémon Center. Das ist aber, das ist wirklich winzig. Kann ich das nicht noch irgendwo zwischenquetschen? Zweifelsfall haust du dann später mal ein paar Deko-Bäume rein. Nehm's Industriegebiet, gute Idee. Nee, das Schlechteste, was du machen kannst. Echt jetzt? Na gut, dann... Was passt hier genau rein, deswegen? Es ist genau an der Jojo-Abfahrt. Es kommt halt nur darauf an, dass die Abdeckung gegeben ist und dass möglichst viele Krankenwagen gut unterwegs sind. Okay, jeder ist happy damit, okay. Hellrider, vielen Dank für den Resub für den 4-monatigen. So, Bildung. Das ist jetzt das Letzte, was noch fehlt. Eine Grundschule. Und jeweils von der Farbgebung her, von den Gebäuden drumherum, erkennst du, was dann halt eben bedarfmäßig eher am Argen liegt. Also wenn es knallrot ist, dann ist arg Problem. Ach so. Also je röter es ist, umso mehr... Die Häuser, ne? Alle finden das toll. Bester Bürgermeister. Ja. Bester Bürgermeister. Wahrscheinlich baust du gerade deine erste, oder?
Ja, ich habe jetzt gerade einmal alles. Also einmal Müll, einmal Bildung und einmal ein Pokémon Center. Na klar, da ist halt der Bedarf am größten. Du hast ja noch nichts davon. Deswegen habe ich jetzt einmal alles davon gemacht. Hat zwar ein bisschen was gekostet, aber wir sind aktuell super im Plus eigentlich. Oh, toller medizinische Versorgung für alle. Die Bürger strömen herbei, weil sie tot sind. Okay, gut. später so. Kannst du dann halt auch noch so Richtlinien geben, wie Filter, Feigling. Vor allem, ich habe einen fucking eine Mülldeponie an den Wald gesetzt. Ach, den Wald hast du bald nicht mehr. Ja, ich habe uns ein Pokémon Center gemacht. Ich bin so stolz auf ihn. Ja, ne? Generell, lass mal so ein bisschen durch die Stadt cruisen. Mal so durch eine lebendige Stadt, durch kleinen Fischmarkt. Hier ist eine Schule. Muskat einen sehr bösen Witz unterdrücken. Die Harrisstraße, ja, Harrisstraße, die sind doch scheiße. Ein Dirty Harris. Ja, komm, wie nennen wir die Straße? Come on. How do Genampf. Nee. Du könntest ja die Straße nach deinen Patreons benennen. Handherz. Oh, Handherz. Oh. Nee, aber wie wär's? Nee, aber ohne Scheiß, wirklich jetzt hier Straßen mal nach den Subs von heute. Das wären also einmal Bowser Freak Street. Die Bowser Freak Street. Und hier haben wir noch. Wer war das noch? The Meanest Freak. Warte. The Meanest Street. You see what I did there? Und wir haben hier noch, das ist ja Kleinfischmarkt. Das Industriegebiet. Alter, das Industriegebiet klingt echt nicht gesund, wenn man da mal so drüber hovert. Hm. Warte mal, hier ist noch eine Straße. Ach, das ist auch die Scarlet-Straße. Oh fuck, das Ding hat kein Wasser. Sekunde. Ja, da habe ich vergessen, dass da irgendwas noch Wasser braucht. Problem gelöst. Bester Bürgermeister. Wir verdursten. Bester Bürgermeister. Wir haben immer noch Durst. Immer noch bester Bürgermeister. So, was Durst. Mit Strom? Habt ihr alle Strom? Ja, habt ihr alle Strom? Oh, das ist schön. Ihr auch? Okay, das ist schön. Ja, das ist schön. Bester Bürgermeister. Okay. Es sind schon 600 Leute in dieser Stadt. Wunder. Bester Bürgermeister. Ich habe wirklich Angst davor, wenn du die Atomkraft für dich entdeckst. Es gibt Atomkraft. Ja, wenn du weit genug aufgebaut bist. Oh. Me like you. Oh je. Yeah. Okay, folgendes. Erstmal machen wir mal hier Straße hier so. Für später. We will need this. So, und das ist die Butlerstraße. Nee, das ist nicht die Butlerstraße. Das ist die Hellriderer Abteilung. Nee. Abbiegelung. Denk dran, du brauchst doch irgendwo eine Rüdiger stinkt, L.A. Oh, scheiße, stimmt. Eine Rüdiger Street. Komm, das ist das Gewerbegebiet. Du kannst ja aus Straßen seinen Bart nachbauen. Rüdiger Gebiet. Ach, guck mal, jetzt bauen sie auch einen neuen Markt. Jetzt ist da auch mal wieder Bedarf. Ist auch schön. Keine Ahnung, was es sein soll, aber es sieht nice aus. Ja, jetzt ist so langsam der Bedarf für Märkte kommt jetzt so langsam. Ja, mehr Leute halt kommen. Oh shit, ihr habt keinen Strom. Oh. Hä, Moment, wieso nicht? Ihr seid doch in diesem blauen Bereich. Na gut, ich kann euch ja auch noch einen Windkraftwerk. Ja gut, je mehr Leute dazukommen, umso muss halt auch... Desto dünner wird's. Du baust wahrscheinlich noch auf Windkraft, oder? Ja. Ich hab noch nichts anderes. Wind kommt und geht halt. Okay, warte, dann baue ich hier mal ein neues Windkraftwerk. Das findet ihr alle nicht so witzig, okay. Ja, Windkraftwerke sind halt laut. Ja, Pech gehabt. Entweder ihr habt Strom oder ihr habt laut. Oder du setzt die Dinger halt möglichst weit an.
Stadtrand, wo halt gerade noch nichts besiedelt ist. Hauptsache, es ist irgendwie in dem blauen Ding drin. Okay, ihr habt jetzt hier ein Windkraftwerk. Warum ist hier immer noch kein Strom? Ah, jetzt geht's. Braucht ein bisschen. Ah, okay, gut. Alter, man sieht ja richtig den Smog einfach nur. Aus dem Industriegebiet, aus der Rüdiger Street. Und jetzt ist schon überall das Gras weg. Ein bisschen. Aber das soll die Leute ja nicht stören. Ach, das ist gesunde Hamburger Landluft. Eben, das sollen sie mal nicht so anstellen. Welcome to Hamburg. Hier ist das nun mal so. Jetzt muss ich mir mal langsam was einfallen lassen, wie ich die Leute... Wie ich noch, noch mehr Leute hier reinkriege. Mein aktuell läuft's gut, aber die Leute wollen mehr Platz, so langsam aber sicher. Ja, dann musst du halt Straßen bauen. Ja, ich überlege nur gerade, wie ich das jetzt am schlauesten mache. Ich meine, wenn ich hier aus dem Gewerbegebiet rausfahre... Ja gut, es will niemand neben dem Gewerbegebiet wohnen. Allerdings frage ich mich dann auch wieder, habt ihr eine andere Wahl? Ich meine, ist das schlimm, wenn man Wohngebiete neben Gewerbegebiet setzt, direkt? Also die Zufriedenheit ist dann ziemlich für den Arsch. Hm. Also ich mache es immer so, neben die gelben Felder setze ich dann mal blauen für ein Stückchen, dann hast du so einen kleinen Puffer drin. Ah, genau. Okay, das könnte ich machen. Könnte ich hier blau draus machen. Und wenn ich dann die Straße weiterführe, so mal in die Richtung gedacht. Klonk. Nee, das, so stelle ich mir das nicht vor. So in etwa. So, jetzt muss ich nochmal langsam aufpassen, weil langsam geht mir die Kohle aus. Aber ich mache auch sehr gut Plus immer mehr, also wöchentliche Einnahmen sind gut. Du musst halt auch sparend arbeiten. Ja, ja, also ich habe jetzt aktuell ein wöchentliches Plus von 1000. Oh, für einen Anfang, okay. Hier ist jetzt noch Pennies. Hier ist jetzt noch die Schule. Noch ein Big Bite. Was auch immer, das ist noch ein Big Bite. Was? Du hast immer noch keinen Mediamarkt. Offenbar. Also hier baut sich gerade noch was. Okay, die Leute wollen Wohngebiet. Okay, let's get this. Let's pump this jam. Okay. Wir müssen jetzt also erstmal die Leute... Halt mal an. So. Stop the train. Machen jetzt erstmal hier ein paar Wohngebiete draus. Das lassen wir erstmal frei, falls ich die Straße nachher noch weiter bauen will. Beziehungsweise ich mach mal hier alles zu Wohngebieten. Dann checken wir mal. Okay, Strom gucke ich mal, wenn das... Das habe ich noch nicht so ganz raus, bis ob man sehen kann, wo bis wohin. You know? Man. Und hier ist noch eins, aber da ist doch das hier. Eigentlich dieser rote Kreis ist doch nur der Hörpegel, oder? Das ist der Lärmpegel, ja. Aber der Strom ist, der geht auch weiter, oder? Nee. Also die müssen schon nah dran sein. Die müssen relativ nah dran, ja. Strommäste sind was für Loser. Kann ich die denn irgendwie benutzen? Funktioniert das irgendwie? Strommäste? Stromleitung? Kann ich das irgendwie damit benutzen? Ich muss ehrlich sein, ich habe die Dinger nie benutzt. Bei Stromleitung wird der Strom mit größerer Entfernung befördert. Der Stromleiter wird ein Haus ändern. Große Entfernung, ein bisschen Stromleitung bauen. Start- und Endpunkt. Muss ich hier umkreisen als Umgebungsbild, bevor ich... Ah, okay. Ich habe das Gefühl, ich brauche dafür ein Kohlekraftwerk wahrscheinlich. Weil Windkraft... Möglich. Windkraft über Stromleitung? How does that work? Es scheint mir ein bisschen merkwürdig, you know?
Na gut, das okay. Ding ist halt mal Stromleitung, muss halt auch so erstmal Platz schaffen etc. Und ich weiß es auch nicht, ob die Dinger Lärm machen. Bin ich mir gerade unsicher. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wasser. Wasser ist wichtig. Natürlich habt ihr Dudes hier... Ich mach mal schon mal ein bisschen im Voraus. Weil ich weiß, dass ich in die Richtung hier bauen will. Ja, nicht so übertrieben ins vorausplanende Bauen, sonst hast du kein Geld mehr. Ja, aber das funktioniert eigentlich noch. Das, wenn ich das jetzt und da die Straße, das passt vom Geld her. Na, ich kann das aus eigener Erfahrung. Da baut man schon mal für ein Voraus hier und da und plötzlich... Oh. Achso, das geht gar nicht. Warte mal, dann machen wir das... Shit! Müssen wir zwei kurze Leitungen machen. Na, dann ist das halt so. Müssen wir zwei kurze Leitungen machen. Dann aber Maximum Efficiency. Maybe like this? Yes, this looks good. So, jetzt wird erstmal kein Geld mehr ausgegeben. Jetzt müsst ihr zusehen, wie ihr damit klarkommt, Leute. Ihr habt jetzt hier noch neue Wohngebiete, da ist noch mehr Industrie, hier habt ihr noch davon Platz. Jetzt wechselt mal euer Höschen und kommt klar. Ja, ihr wollt. Aber wir wollen Snickers. Die wollen unbedingt neue Wohngebiete. Mein gut, es ist fast alles bebaut jetzt. Und kaum haben sie es, schon knallen sie durch. Schon bauen sie die Butlerstraße dicht. Gib den Leuten Zucker. Am liebsten würde ich das ja die Caesar-Gedächtnisstraße nennen oder sowas. Caesar! Ich mach das so, fuck this. Die Caesar-Gedächtnisstraße. Was kommt als nächstes? Der Cars Highway. Good point! Kann ich die Straße hier umbenennen? Nee, leider nicht. Ey, aber deine Idee hat mir gefallen. Die war gut. I like that one. Jackpot. Kokosnuss 341, danke dir fürs Followen. Generell, wie viele Leute sind jetzt eigentlich so in etwa da? Das interessiert mich jetzt gerade mal für sowas. 44 Leute? Alter! Okay, das ist wieder eins dieser Sachen, wo ich mich frage, warum? Es scheint, als ob die Leute Aufbaustrategie mögen. Es scheint so, als ob die Leute den Beruf mögen. Entweder das oder sie wollen sehen, dass wie deine Stadt brennt. Ich speichere das mal. Ich speichere die Stadt mal. Speichern. So. Und nur damit, Feuer. Nur falls was passiert, damit wir auch mal gespeichert haben. Man weiß ja nie, was passiert. Aber wir kommen, also das wöchentliche Einkommen wird immer besser. So langsam. Wieso habt ihr hier, was ist das hier? Was ist euer Problem? Was? Nicht genügend Arbeiter. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Ja gut, wenn du gerade erst ein Wohn gebaut hast und es im Aufbau sind, das dauert halt ihre Zeit. Nee, ich meine im Gewerbegebiet. Da ist ein Gebäude, wo sagt, nicht genügend Mitarbeiter. Naja, wenn halt erstmal Leute wieder herziehen müssen, weil nicht genug Wohnplatz da gewesen ist, die müssen ja erstmal gebaut haben, bevor sie Arbeit anfangen. Wir wollen sehen, wie lange dauert, bis da alles brennt. Wolle sieht's richtig. Ich meine, nicht genügend Mitarbeiter. Ihr stellt euch aber auch an. Ich hab jahrelang in Betrieben gearbeitet, wo nicht genügend Leute waren. Noch ein Big Bite. Yukisoba, so einen haben wir auch schon gehabt. Ist das ein Manga-Laden hier? Nö. Ist da Hoffnung? Ja, so ein bisschen. Yukisoba. Heißt Yukisoba, der? Warte. Foul Off. Ich hab Fuck Off gelesen. Ich dachte, der Laden heißt Fuck Off. Ich glaube, Yukisoba war das Modell für einen Imbiss. Ja, wahrscheinlich. Was ist das denn? Was hast du dir denn für ein Gebäude? Würdiges Dorf! Nice!
Neue Gebiete, 2 Kilometer mal 2 Kilometer. Neue Features, Stadtviertel, Richtlinien. Zweites Star. Ach du Scheiße, jetzt wird's kompliziert. Ja gut, also du kannst halt so bestimmte Viertel einplanen, so nach dem Motto, in dem Viertel habe ich mein Wohngebiet und machst da halt Recycling, Feuermelder, hau mich tot und dann hast du halt deine Industrie, wo du sagen kannst, beute die Natur aus. Einzigartige Gebäude sind bei Touristen beliebte Attraktionen. Dieses einzige Gebäude wird separat freigeschaltet und hat eigene Anforderungen. Spezialanforderungen für Viertel, Richtlinien für Dienstleistungen. Feuerwehr, Polizei, ach du Scheiße. Neue Richtlinien. Wieso Richtlinien jetzt? Also du kannst halt deinen Bürgern sagen, verbraucht weniger Strom und Wasser, dann sparst du das mal ein. Das geht alles über dieses Geldsymbol, oder? Richtlinien, das ist nebendran. Okay, warte mal. Okay. Der Bürgermeister hat unermüdlich gearbeitet. Warte, was? Und die Regierung die Vorlage für Erweiterung Stadtgrenzen tatsächlich abgesegnet. Hashtag Annex, okay. Es gibt Skins für den Vogel. Wieso habe ich so das... für dieses Twitter. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich das so derbe modden kann, dass es eigentlich nicht mehr gesund ist? Da gibt's aber tausende Sachen, die du reinmodden kannst. Okay, ihr habt keinen Strom. Ach scheiße, ja gut. Dann ist das also doch noch nicht weit genug. Dann werdet ihr wohl mal in den sauren Apfel beißen müssen. Oder dein Strompegel ist halt zu klein. Ja, aber das habe ich noch nicht so ganz raus. Warte mal. Sie muss halt immer gucken. Also wenn sie halt in ihrem blauen Bereich sind und der Strompegel an sich okay ist, dann brauchst du halt ihre Zeit, bis sie angeschlossen sind. Ja, ist eigentlich recht. Ich warte mal ganz kurz. Ich warte mal kurz, vielleicht legt sich das ja gleich. Kann sein, dass die da jetzt gerade erst gebaut... Ja, okay, das legt sich gerade wieder. Instant haben die das Zeug nie. Das ist genauso wie mit den Arbeitsplätzen. Wenn die gerade am Bauen sind mit ihren Wohnungen, dann müssen sie halt erstmal nach einer Zeit erstmal den Job anfangen. Okay. Ja, aber hier ist echt der Strom ein bisschen dünn. Habe ich das Gefühl... Was ist denn hier das... Also... Ja, hier an der Ecke ist echt Strom ein bisschen dünn. Du musst mal nachgucken. Also, wenn sie im Stromnetz hängen und der Stromoutput eigentlich stark genug ist... Es ist hier noch... Also, verfügbarer Strom ist noch im Grün. Ja gut, dann werden sie einfach ihre Zeit brauchen. Ja, aber das bounce die ganze Zeit so rein und raus auf der Straße. Ich meine, die sind im blauen Bereich alle. Jetzt ist auch im Industriegebiet das... Oder habe ich das gerade... Ich glaube, das ist gerade erst gebaut worden. Richtlinien. Spiel eins nach dem anderen, bitte. Stromverbrauch. Stromsparen ist wichtig. Der beste Weg dazu, in Gebäuden Stromsparen zu installieren. Verringere Stromverbrauch moderat. Unterhalt C Gebäude. Okay, und warte mal. Wasser ist jetzt das geringere Problem, aber Strom. Was ist, wenn ich das jetzt reindrücke? Machen die das automatisch oder? Das ist dann die allgemeine Richtlinie. Das da wird dann nach einer Zeit halt merkbar. Ach so. Hat jemand eine Ahnung, wie viel Strom diese Stromzähler verbrauchen? Sag mal, okay, hier leben offenbar Schwachköpfe. Und, okay, jetzt hat sich das Stromproblem gelöst. Offenbar muss man den Leuten nur mal sagen, okay, Verteilung von Rauchmelder wäre vielleicht auch eine Idee. Solange ich noch keine Feuerwehrstation habe. Das ist jetzt das nächste. Stadtgrenze hin. Stadtviertel festlegen. Eins nach dem anderen jetzt. Jetzt eins nach dem anderen. Was? Ich bin sogar. Was? Ich bin der größte City Skyline Streamer der Welt. Hurra! Was? Von wie vielen Leuten? Von 5. Was? Okay. Eins am anderen. Ich habe auf jeden Fall wieder gut Geld mittlerweile. Alles jetzt erstmal wieder klarkommen mit den neuen Features. So, Stadtviertel. Markieren die Stadt farblich, neues Stadtviertel zu werden soll. Neue Stadtviertel automatisch benannt. Aber indem Sie Infofenster klicken, können Sie später noch umbenennen. Wenn Sie in Sonderlinie auswählen, Stadtviertel. Sind Stadtviertel sehr wichtig?
je nachdem, wie du halt dich ausbaust, also du hast halt so deine festen Wohngebiete, dann kannst du halt ein Viertel drumherum ziehen, dann gibst du halt denen ihre Wohnrichtlinien. Stadtviertel. Also in jedem Stadtviertel kannst du halt deine eigenen Richtlinien einstellen. Also es macht halt schon ziemlich Sinn. Ach so. Außerdem kannst du jedes Viertel benennen. Und das male ich dann quasi so aus. Ja, das ist mal nach Zahlen mit Paint Tool. Okay, warte mal, wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen das jetzt einfach mal, dass die Bilbos hier. Beziehungsweise. Ne, nicht das Narzissenviertel. Das kann man so. Das lassen wir mal so. Die unterstützt den Einzelhandel. Victoria Platz. Okay. Und da kann ich jetzt. Wieso seid ihr schlecht drauf? Was ist denn los bei euch? Ihr Stinkies. So, okay. Da wahrscheinlich haben sie bemerkt, wer ihr Bürgermeister ist. Höchstwahrscheinlich. Gut, jetzt erstmal viel wichtiger. Feuerwehr. Was? Feuerwehr? Wer glaubt denn schon an Feuer? Feuer. Bitte dich. Feuer ist Aberglaube. Seit wann brennen Steinhäuser? Ich bitte dich. Also, ja, also, ne. Warte mal. Das ist Industriegebiet. Aber kann ich hier eine Straße durchbauen? I actually can. Dann machen wir das doch mal so. Also hör auf deine Leute im Chat, die werden dir garantiert auch gerade besten Tipps geben, dass du keine Feuerwehr brauchst. Das sagt allerdings keiner. Aber ich brauche zwei Feuerwehreinheiten offenbar, weil das Grün geht nicht so weit von der Feuerwehr. Na, die ersten sind generell ziemlich klein. Das ist halt so diese Wald- und Wiesenfeuerwehr. Gut, dann retten wir jetzt aktuell erstmal das Industriegebiet. Alle finden das toll. Jeder will an der Feuerwehr nuckeln. Und Bullen, oh Gott, das kostet auch so, das kostet auch eine Menge. Polizei, ach komm. Auch im Industriegebiet erstmal, oder sagen wir jetzt mal, da ist jetzt mal tatsächlich das Gebiet hier. Jetzt warte mal, wenn ich die Straßen verbinden könnte, ja? Oh, jetzt kommt der Plan einem durch. Ich hör's. Okay, warte mal. Machen wir mal so. Am besten ohne den Dude hier einreißen zu müssen. Mein letzten Endes ist es mir scheißegal, was der. Oh, da wird eine Straße gebaut. Ist voll der doofe Dude. Nee. Blöde Pissköppe. Entweder wollt ihr leben oder ihr wollt nicht leben. Sucht's euch aus. Komm mit mir, wenn du leben willst. So, ja, mal das schon mal. Das schon mal verbunden. Das wollte ich sowieso schon gemacht haben. Und jetzt. Das ist so, bin wieder da. Das ist eine Bullerei jetzt nur für die Straße. Das ist totally awesome. Sonst warte mal, was ist, wenn ich das hier mache? Denn? Enough! Okay. Wieso weiß ich genau, was für einen Film die guckt? Probably yes. Mal wieder. Was? Cut the shit. Ich muss aber mal erzählen, dass sie mir nur Chris sagt. Alter, wie viele fucking Dings brauche ich nachher? Wie viele Polizeistationen? Die decken ja kaum was ab. Das Ding ist ja, du kriegst ja immer neue Stufen von Gebäuden. Später hast du dann halt so ein riesen Polizei-Headquarter, wo du bauen kannst. Das deckt haufenweise ab. Polizei für der Stadt Streif, um Kriminalität unter Kontrolle zu halten. Weil in den Kriminalität muss ich dafür keine Sorgen machen. Ich würde sagen, dann baue ich erstmal eins. So. Das ist hier in der Stadt. Dass du halt so ein bisschen Grundabdeckung hast halt. Ja, so hier. Aber da müsste ich es irgendwo hinkriegen, dass es im Wohngebiet ist.
Am liebsten würde ich ja hier noch irgendwie eine Straße durchkriegen, aber da müsste ich wahrscheinlich... Sind die Leute super stinkig, wenn ich einfach ihr Haus abreiße wegen der Straße? Boah, du wirst es überleben. Also ist es okay, wenn ich hin und wieder mal eine Straße wegbulldozer? Zwangsweise wirst du es machen müssen, je nachdem, wie weit ein Schritt ist, um neues Sitzen. So, mein Dude, es tut mir ja wirklich leid, ne? Gerade, ihr wohnt in einer Straße mit den Spostis, also, ja. Sorry, not sorry. Aber das ist, es ist für euer eigenes Wohl. Weil, oh, damit decke ich gut was ab, wenn ich hier jetzt die Bullen hinsetze. Na dann. Er ist ein Asshole. Okay, gut. So, und jetzt haben wir kaum noch Geld. Jetzt müssen wir erstmal wieder machen lassen. Spoiler, der Nachbar, den sie vermissen, ist Hitler. Ich meine, ich habe hier immer noch, ne? Ich habe immer, wohnen die Bilbos da immer noch? Ja, die Kackboons wohnen immer noch hier. Okay. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus bislang. Okay, okay. Soweit, so gut. Jetzt muss erstmal wieder Geld rein. Lange okay, Arm des Gesetzes. Was guckst du da? Einen Film, einen guten. Oh, den hast du bestimmt vorher noch nicht geguckt. Nein. Nein, bestimmt Nein. nicht. Nein. Ich kann ihn nur mit sprechen. Kannst du den Leuten einen guten Film empfehlen? Vendetta von Resident Evil. Er ist gut. Ich kann ihn mitsprechen. Er ist cheesy. Sie ist ein bisschen süchtig. Ein bisschen. Ich kann den Film doch nur mitsprechen. Deswegen gucke ich ihn mir jetzt extra auf Englisch an. Ah. Auf Englisch kann ich ihn noch nicht mitsprechen. Ich könnte ihn mir auch auf Niederländisch an. Ich glaube, da bin ich die meiste Zeit daneben sitzen und einfach nur lachen. Resident Evil auf Niederländisch. Ja. Wesker, ich trete in die Kettbuller. Moment. Wieso mache ich jetzt auf einmal wöchentlich immer mehr Minus? Warum? Ja, das Geld, was du ausgeben tust zum Ausbau, kommt ja auf den monatlichen Input von deinen Finanzen noch dazu. Oh. Und schon deswegen meine ich ja immer, deswegen sage ich ja immer, bau mit Bedacht und nicht eine halbe Stadt im Vor. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, I can fix it. Steuern, Steuern, Steuern. Welt braucht mehr Steuern bei dir. Ich gucke mir jetzt übrigens gerade den Chat an. Und Karma ist ja fast down. Ich gerade. Was? Das Stream-Dingsy. Stream-Dingsy? Hier, hey Karma, dein so. Stream-Boss. Mhm. Ich meine, ich könnte wirklich die Steuern ein bisschen erhöhen. So ein paar Prozent. Du kannst ja auch ein Darlehen nehmen. Ich glaube, mittlerweile dürfte das gehen. Keks. Sorry. Bees a little bit. Ja. Yeah. 13% Steuern. Steuererhöhung, Dudes. Deal with it. Ich habe jetzt wirklich das Spiel, den Film mal auf Holländisch gestellt. Ach du Scheiße. Oh Gott. Resident Evil, die Slifky Show. So. Ich werde jetzt erstmal in aller Ruhe aufs Klo gehen und komme dann gleich wieder. Ich hoffe, die Stadt ist bis dahin kaputt. Okay. Bis gleich. Mhm. Ach. Ach so, okay. Okay, wir kommen langsam wieder aus dem Minus. Alles cool. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Noch ist nichts verloren hier.
dass die mal gleich ihre gesamte Bude niederreißen müssen. Und innerhalb von Tagen neu bauen. Was? Haben sie ihren Geldbeutel verloren? Ja, aber... Was hast du? Ein Ledergeldbeutel von bitte PM schicken und ihn zurückbekommen. Like anyone would do this. 40 Minus? Komm, wir schaffen es aus dem Minus. Wir schaffen das. Irgendwie. Mami, ich hab 3 Tage Bad. Oh shit, hier ist kein Wasser. Ihr habt hier wirklich kein Wasser. Well, sucks to be you, I guess. Ich meine, ich habe kein Geld gerade, so you have to wait. Mein Villa, wie viel kostet das mich? 120. Und ich habe nicht mal ansatzweise... Was? Warum geht das nicht? Okay, I guess I fucked up then. Sorry dafür, mein Dude. Ihr habt hier kein Wasser. Da kann ich leider noch nichts machen. Ups. Verdammt, ich sollte mal vielleicht mal noch mein... Bin ich wieder da? Jo. Ich meine, es nimmt Form, Mann. So ist es ja nun nicht. Wir haben die Jojo-Straße. Ach, Geldbeutel, zieh dich weg mit deinem Geldbeutel-Gedönsen. No one will ever melt you. Ah, ihr habt keinen Saft. Saft! Ja, ihr habt aber Saft, das fuck off. Beziehungsweise. Strom bei Nacht mal ein bisschen. Ein bisschen runtersetzen bei der Nacht. In der Nacht habt ihr zu schlafen, verdammt nochmal. Bildung brauchst du nachts auch nicht. So. War vielleicht nicht meine beste Idee. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Chillt eure Basis. Alter! Meine Güte, da sagt man einmal... Ja, ist gut. Geht's euch wieder gut? Habt ihr jetzt euch ausgekackt? Na, dann ist ja gut. So. Jetzt wollen die bald neue Gewerbegebiete. Ich hab noch nicht... Na, okay. Wir kommen langsam wieder ins Geld, aber... Ey, fuck off! Ihr kriegt jetzt keinen Strom. Das ist jetzt euer Problem. Leute wie ich mussten damals immer ohne Internet leben, also schafft ihr es auch ohne Strom. Ihr habt Steine, das sollte reichen. So, aber soweit, so gut, nicht wahr? Es geht. Aber trotzdem, früher oder später brauchen wir Strom. Ja, oder später brauchen wir Strom. Vor allem ihr, ne? Ihr haltet euch hier für die ganz Tollsten. Wo ist euer Scheißproblem? 6000, so viel habe ich gerade nicht. Und die kacken mich zu, wenn ich hier noch ein Windkraftwerk hinsetze. Oh Mann, hat jemand eine Ahnung, wie viel Strom ist? Stromzähler verbaut? Jesus Christ, get a handbook! Ich find's geil. Weißt du, keiner twittert mal irgendwie was Tolles, wie toll es hier ist, aber rumkacken könnt ihr. Ihr seid mir ja die Liebsten. Nur weil ihr jetzt hier keinen Strom habt. Ich hab kein Geld. Guess what? Wir haben alle ein Problem. Tja, da werdet ihr erstmal mit leben müssen. Meine Dudes. Da werdet ihr erstmal mit leben müssen. Because you don't get no Strom. You don't get no Strom. Because fuck off. So. Ich bin wieder da. Brr. Auflauf ist im Ofen. So. Oh ja, ihr habt keinen Strom, ne?
Das hätte ich dir früh überlegen sollen. Fuck, Mann. Scheiße, jetzt muss ich mir was einfallen lassen, langsam. Mein langsam, das Geld kommt langsam wieder rein. Sehr, sehr langsam. Und ihr wollt wieder neue Wohngebiete, wirklich? Ihr seid echt... Was ist das denn nachher? Ach ja, einzigartige Gebäude. Da war ja was. Das ist ja Gebäude beim Spielen, verschiedenste... Aha. Okay. Wieso habt ihr jetzt alle schon wieder keinen Strom? Was macht ihr die ganze Zeit in eurem Leben? Ach, wisst ihr was? Was? Wieso nicht? Achso, welch... Hä? Ach, 6000. Oh, shit. Hat jemand irgendwie will ich so... Könnt ihr aufhören, diesen Scheiß zu spammen? Ups. Schon wieder ein Stromausfall, wenn es kein Strom gibt, keine Stromwerke aufhören. Ja, ihr könnt euch auch einfach mal einen einkacken. Ich habe keine anderen Mittel, irgendwie an Strom zu kommen, meine Dudes. Es sei denn, das funktioniert irgendwie, aber das bezweifle ich. Vielleicht ist... Würde das funktionieren? Nee, eben nicht. Ich meine, das sind... Würde das funktionieren? Ich bin zurück. Cool. Na, was ist passiert? Brennt die Stadt? Nein, tut sie nicht, aber ich glaube, ich werde bald Strom... Alter, kaum einer hier hat Strom mittlerweile. Und ich habe kein Geld, irgendwie Neues zu bauen. Aber ich werde mal gucken, dass ich hier diese Strommasten mal verwende, weil offenbar geht das mit den Windteilen da. Ich meine, der eine Penner hier hat keinen Strom. Das ist jetzt milde ausgedrückt nicht mein Problem. Aber ich mache das, glaube ich, so. Ich baue hier noch ein Windkraftwerk und dann sehe ich mal... Wieso ist denn das jetzt rot? Why ist es rot? Vergessen Sie nicht hinein. Ja, da ist nichts. I can't. Ist alles schwarz. Kann ich nicht. Nicht genug Strom. Aber ihr habt Strom. Ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Schild mal eure Sohle. So, wie machen wir das jetzt am schlausten? Kredit. Silver Sunset. 20.000 Wochen. Zinsen 5%. Das sind eine Menge monatliche, wochenliche Kosten. Ist das wirklich eine gute Idee, ein Darlehen aufzunehmen? Weil ich muss unbedingt hier Strom nachsetzen. Naja, Darlehen oder ein wütender Mob, der dich mit Fackeln jagt. Good point. Nehmen wir mal den kleinen... Wütender Mob! Wütender Mob! So, dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Geld. So, ihr Bilbos, jetzt kriegt ihr Strom. So. Jetzt ist das hier laut. Ach, hör auf zu heulen. Entweder wollt ihr Strom, or you shut the fuck up. So, jetzt habt ihr Strom. Jetzt halt's Maul. So. Nu ist gut. Jetzt kann man ja mal gucken. Weil ich kann das? Ne, ich kann es da hinsetzen, aber ich kann es nicht damit verbinden. Das... Ja, ich kann es hier hinsetzen, aber... Bringt nichts. Und ich glaube nicht, dass der einfach, dass die einfach Strom liefern. Das erscheint mir so merkwürdig.
Die Stromleitung verstehe ich noch nicht so ganz. Vielleicht kann mir das ja mal irgendwer sagen. Muss ich dafür ein Kohlekraftwerk bauen? Was dann die Leitung hier setzt? Das würde ja eigentlich Sinn machen, weil ich kann ja nicht so eine Windturbine mit Stromleitungen ziehen. Das funktioniert ja irgendwie nicht. Zumindest wäre es weird. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt erstmal wieder ein bisschen Strom über. Können wir mal wieder ein bisschen ausbauen. Kraftwerk, neuen Stromzähler, würde ich die Bürger mit Strom sparen. Wie wäre es, wenn ihr das grundsätzlich mal tut, ihr Dumpfdödel? Finanzaussicht, Wohn- und Miete steigt aufgrund der hohen Nachfrage. Bürgermeister beginnt... Hallo. Verhandlung mit örtlichen... Ich erhöhe einfach eure Steuern, so schaut's aus. Ich bin letzten Endes Bürgermeister. Ich meine, ich könnte die Steuern nochmal erhöhen. Bislang hat sich keiner beschwert. Nicht so ein bisschen. Ein bisschen Steuern. Ey, noch sind sie alle glücklich, so I don't care. Doch. So, jetzt habt ihr auch neue Wohngebiete. Jetzt muss ich mir zwar langsam mal was einfallen lassen, wie es weitergeht. Beziehungsweise das hier können wir noch zum Wohngebiet machen. Beziehungsweise ich könnte eigentlich hier abbiegen und dann hätten wir hier noch ein Wohngebiet. Was innerhalb vom Strom ist, das wäre eigentlich sogar ziemlich schlau. Machen wir mal... Mal like this, würde ich sagen. So, und wenn wir da nämlich jetzt wieder Wohngebiete draus machen, dann hätten wir erstmal wieder das Wohngebietsproblem gelöst. Genau wie hier. Ihr lebt zwar neben einem Windkraftwerk, aber ich meine, das hat euch nicht zu stören. Ah, ihr habt kein Wasser, stimmt. Wasserversorgung. Mini-Wasser. Wasser brauchst du nur zum Trinken. Echt mal. Denk dran, Wasser ist kein Grundbedürfnis und gehört alles Nestle. Eben. Soll sich mal nicht so anstellen. Vielleicht ist es Grundwasser, aber kein Grundrecht. Wieso kann ich das nicht... Ach so, wegen dem Winkel wahrscheinlich. Machen wir mal... Wieso habt ihr da kein Wasser mehr? Die neue Schanze... Ihr seid echt Deppen. Winzige Kleinstadt, yay! Ich krieg Errungenschaften, obwohl ich nichts mache im Grunde. Parks und Plätze. Oh, Landschaftsbau. Okay. Und Kanäle. Ach du Scheiße. Neue Gebäude. Ach du Heiliger, ich könnte jetzt echt... Kinder kommen zum Spielen her, brechen sich Knie und all so ein Scheiß. Oh Gott. Ei, caramba, japanischer Garten. Yes, yes. Give me all of that. Ich hab was rauf. Okay. Ihr wolltet Wasser, richtig? So, you get water. Hollandaise. Hä? Ich hab doch hier... Ja, ja, chillt. Muss aber nicht. Was ist denn da jetzt, euer Prozent? Wieso steht hier Prozente? Nee, nur die du was soll dieses Prozentzeichen hier? Was ist denn jetzt eure Sorge? Prozente. Das ist nicht... Steuern sind zu hoch? Och, come on.
Haufen Heulsusen. Der Bürgermeister stinkt, da will nur unser Geld. Von warum habt ihr Bilbo-Köpfe denn jetzt schon wieder keinen Strom? Also wirklich, wenn du auf dem Bogen hier wohnst, kannst du eigentlich damit rechnen, dass du selten Strom hast. Oh Mann, na gut. Okay, pass auf. Was haben wir denn hier? Dekoration. Aha, Deko. Mann, ich bin da drin. Das muss an eine Straße platziert werden. Ach, schau mal einer. Ja, passt doch, direkt neben Gewerbegebiet. Ich sollte, glaube ich, erstmal das Stromproblem hier bei vielen lösen. Weil oftmals ist hier einfach kein Strom. Könnte Probleme lösen. Deswegen. Finde ich nicht toll. Toll doch. Das ist grüne Energie. It's green! So, jetzt haben wir das schon mal gelöst. Much better. Der Bürgermeister ist voll doof und stinkt. Ja, ich weiß. Fuck you, da. Ich glaube, ich muss mal bald das Industriegebiet weiter ausbauen. Eigentlich nicht in die Richtung. Oh, geil. Warte mal. So, und daraus können wir noch mehr Industrie machen. This should work. Okay. Das ist natürlich schon mal das Problem. Jetzt schauen wir uns mal nach weiteren Problemen um. Jetzt wollt ihr auch noch Parks und all so ein Gejatze. Und willst du sie auch schön haben? Vor allem einzigartige Gebäude. Ich muss die ja erstmal freischalten, von daher. Ich kann die ja noch gar nicht haben. Statue der Industrie. Warte mal, was brauche ich dafür? Industriegebiet mit 10.000 Quadratmetern. Alter. Bin ich da in irgendeinem überhaupt nahe dran? Durchschnittliche Bürgergesundheit unter 20%. Aha. Shopping. Wie gesagt, wenn du halt das Geld hast, musst du halt nur seitlich an den Kurs klicken, dann kannst du halt zukaufen. Ich bin von vielen Sachen noch sehr weit entfernt. Du bist ja auch erst am Anfang. Du bist noch ein Welpe. Ich weiß. Du hast ja wahrscheinlich noch nicht mal Bandenkriminalität. Na, hier wollte ich eigentlich noch die Dings. Die Dingse. Ja, am Windkraftwerk. Einfach am Windkraftwerk so ein fucking Park bauen. Das wäre so mein Stil mittlerweile. So einer bin ich. Es wirkt tatsächlich entspannt. Zweispurige Kiesstraße. Ah, die ist dann kleiner. Ja, du kannst ja auch mal lesen, für was es geeignet ist. Warte mal. Achso, ja, warte, klar. Kiesstraße geeignet für... Was? Anlegestraßen, gut für geringes Verkehrs... Achso, sowas ist das. Also halt für Wohner. Wenn du halt so eine kleine Gasse baust. Warte mal, ich mach mal... So?
Finde ich nicht toll. Spoiler. Der Bürgermeister ist besoffen, finde ich nicht so gut. Spoiler, ihr findet irgendwie alles nicht so toll. Gibt's einen kleineren Park, den ich da irgendwie hinstellen kann? Muss ich mal durchklicken, da sind eigentlich so drei Optionen. Ja, ja, ich guck gerade so ein bisschen. Das ist ein Freizeitpark, okay. Das habe ich eigentlich nicht vorgehabt. Ach so, mitten im Windkanal. Warte mal. Die Straße ist weg, das finden wir wieder toll. Straße bringt Lärm. Straße finde ich nicht toll. Fortschritt. Und jetzt kann ich hier bauen, was ich möchte. So, was würde denn was bringen? Basketballplatz. Okay. Was haben wir hier noch? Freizeitpark. Einfach hier mittendran fucking Freizeitpark. Es gibt Dümmeres, was man machen kann. $15.000 ist aber auch gutes Sümmchen. Hüpfburg, ja. Botanischer Garten. War hier nicht irgendwo... Ach hier sind noch Pfeile. Oh. Japanischer Garten. Oh, das findet ihr alle toll. Ihr mögt japanische Gärten. Haben wir schon fast gedacht. Wenigstens da sind wir uns mal einig, ihr Bilbos. Ich liebe die neuen Parks. Du meinst diesen einen? Du meinst diesen einen, den ich gebaut habe? Diesen einen realen und die 20, die ich mir einbilde wegen den chemischen Abgasstoffen. Genau die. Hallo, wen haben wir in der Leitung? Hallo. Hi. Hi. Was war denn das? Es war denn mich. Das? Wer? Ein Gespenst aus der Vergangenheit. Oh shit, boy. Ah, das Gespenst aus dem Krogbecher, ich kenne es. Ja, siehst du. Na, schaust du mal. Mensch, was passiert? Auf der Tastatur ausgerutscht oder was verschlägt dich her? Ich dachte, ich sag mal wieder hallo. Hallo. Wiedersehen. So schnell wirst du mich nun auch wieder nicht los, als Gespenst. Ah, du bist die anhängliche Sorte. Ne, was heißt anhänglich? Wenn ich schon spuke, dann ein bisschen mehr. Spuken, nicht spucken. Ja, das macht man auch. Der Sabbergeist. Tja. Und was treibt ihr so? Ich baue eine Stadt, mach Leute unglücklich. Baust eine Stadt und machst Leute unglücklich? Ja. Definiere. City Skylines. Ah. Und ich sitze hier und warte drauf, dass er anfängt, mir zu erzählen, dass seine Stadt brennt. Nee, das tut sie noch nicht. Das noch macht einen nervös. Gib ihm Zeit. Er schafft das. Ja, ich glaube ganz fest an ihn. Er wird es schaffen, all seine Bürger zugrunde zu richten. Yes. Yes. Mit Anlauf und Ansage. Yes. Ey, ihr habt ja echt Sorgen, was euer Strom angeht, ne? Ich merke schon. Und Wasser auch. Oh ja, das habe ich... Okay, das ist mein Fehler. Das habe ich vergessen. Meine 4-Punkt-Surround-Sound-Anlage braucht ihr eigenes Atomkraftwerk. Sieh's ein. Ja, genau. Ist richtig. So. Immer wollen sie alle Wasser. Ja, echt. Voll ätzend. Schlimm, sowas. Ich bin mir ziemlich sicher, man kann es so ummotten, dass die Wasserpumpen eine Guinness-Anlage sind. Hier ist jemand geflüchtet. Perfekt. Gleich einen kleinen Park hinsetzen. Freizeitpark!
die Schnauze voll, ich gehe nach Bielefeld. Warte, was ist das jetzt? Ja, noch einen japanischen Garten brauchen wir jetzt auch nicht. Das ist also groß. Ich glaube, der allererste ist. Ich muss gerade überlegen. Es gab ein paar kleine. Ja, aber ich glaube, die kann ich noch gar nicht machen. Sieht mir alles sehr rot und dangerous aus. Aber wenn ich das hier. Im Zweifelsfall opferst du halt ein paar Wohnhäuser. Achso, Ort ist bereits belegt, ja gut. Scheiß auf dich und deine Familie. Ja gut. Ich brauche einen Park. Ich brauche einen Park, ja genau. Da ist ein Laden bankrott gegangen. Ich hoffe, es war ein Edeka. Er hat immer noch Hoffnung. Ach, kein Strom mehr, gut. Hier. Shut the fuck up. And suddenly, Strom. Ja, doch, so langsam sieht das echt nice aus. Ich muss auch sagen, auch generell, hier, das Spiel sieht generell relativ nice aus. Mhm. Muss man ja mal sagen. Wenn man denn so langsam aber sicher den Dreh rauskriegt. Und das Micromanagement Endos hat. Ja, es ist halt wirklich zu Anfang sehr neu. Also gerade für mich. Mit den ganzen Sachen, die du machen kannst, die du machen musst und hast du nicht gesehen. Wenn immer so das ganze Zeug dazu kommt mit Taxis, Bussen, U-Bahn, Häfen, Flughafen. Jetzt muss ich sowieso erstmal ein bisschen chillen. Jetzt, ich meine, wenn die Bedürfnisse nach ganz oben sind, dann ist nicht schlimm eigentlich, oder? Hm? Also wenn die hier Nachfrage, das ist ja nur eine Nachfrage. An sich. Dann stagniert halt das Wachstum und das Einkommen von einer Stadt. Dann machst du miese. Shit. 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 Okay, wenn ich das hier noch mit Dings zu Wohngebieten mache. So, hier. Sind wir eigentlich noch gut. Können wir ein paar Wohngebiete draus machen. Kais. Weißt du, ich bin gerade noch total am struggeln, hier überhaupt irgendwas zu machen und du willst fucking Kais bauen. Spiel. Immer mit der Ruhe. Aber Hafen. Kokos. Die Kokosnussallee. Ich habe Korkstraße gelesen. Um genau zu sein, das können wir ändern. Korkstraße. Ins Gute oder ins Schlechte? Ich habe sie jetzt Korkstraße genannt. Die Dr. Korkstraße, wenn ich bitten darf. Nee, so weit gehen wir nur auch wieder nicht. Hier ist eigentlich so viel Platz. Warum tut die lokale Regierung nichts gegen die Brände? Da brennt was? Da brennt was? Ihr sagt mir, die sagen mir ja nie, dass es brennt. Vielleicht solltest du eine Notruf-Hotline einrichten. Okay. Chillt mal eure Zone. Ich krieg das hin. Chillt mal eure Zone. No. Wenn ich das hier. Brennt es an? Brennt es? Nein, es brennt nicht. Shut the fuck up. Ulrich, Barbecue? I can fix this. Hör ich da einen Rauchmelder in der Ferne? So, wisst ihr was? Ihr zwei Bilbos müsst jetzt mal, ne? Hier kommt der Bulldozer.
Wie kommt der wohl aus? Da brennt was. Ich glaube, das war die schlimmste Designentscheidung, dass sie das Abrisstun mit einem Bulldozer markiert haben. Wieso? Ist doch voll lässig. Er liebt Bulldozer. Wer liebt ja, sie auch. Nicht? Oh shit. Nichts geht über einen guten Bulldozer. Vor allem, wenn er ein Panzergeschütz oben drauf hat. Ach ja, ich habe vergessen, du wolltest immer noch einen Bulldozer. So, Brand ist jetzt keine Option, kein Problem mehr. Wieso? Hast du eine Feuerwehr? Ja, 3, um genau zu sein. Zu wenig. In einem Dorf. Und aus irgendeinem Grund leveln die hier ab? Verbesserungen im Gange? Was verbessert ihr? Was plottet ihr? Ihr plottet doch irgendwas! Du bist ein sehr aufgebrachter Bürgermeister, kann das sein? Was ist das? Wieso leveln die hier die Gebäude ab? Was zur Hölle? Wenn ihre Bedürfnisse gedeckt wurden, dann leveln sie halt ab, geben mehr Steuern etc., steigen in ihre Klasse hoch und so ein Pillepall. Okay, das gefällt mir. Also wenn sie aufleveln, ist das generell immer was Gutes für dich. Okay, Level-Ups sind was Gutes. Ich habe mir jetzt so viel gerade ausgegeben, dass jetzt gerade meine wöchentlichen Dings erstmal derbe runtergehen. Aber ja, das war mir ja klar. Na, gehört halt dazu. Beziehungsweise ich bin da gleich wahrscheinlich wieder im Minus. Aber damit muss ich leben, ja. Als Bürgermeister. Mein aktuell... Oh, ich glaube, es geht schon wieder hoch. Ich glaube, ich habe... ich habe den Fallschirm ausgefahren. Alles gut, alles cool. Als Bürger dieser Stadt. Als Bürger. Du hast einen Rettungsschirm gespannt. Basically, yes. Was dagegen? Lang lebe Griechenland. Land. Ich muss auch mal wieder hier. Rauchverbot? Haustierverbot? Verbiete ihn alles! Nicht ja, man hört deinen Hintergrund. Ja, das ist alles noch nicht ganz so toll hier. Was zum Geier machst du da? Ich starte gerade Conan Exiles und ja. Ah, Nugget als angucken. Hört gerade am Laden ist. Jetzt besser? Ja. Yeah. Jetzt besser. Busblinke. Okay. Die leveln hier jetzt auf einmal ziemlich viel ab. Wenn du ihnen gibst, was sie möchten. Probably, also. Also ich wette, dass das Spiel ja dann hinterher auch das gleiche Problem wie Anno zum Beispiel. Okay. Gibst den Typen alles, was du willst, alles, was die haben wollen? Dann leveln die auf und wollen das nächste alle haben. Dann musst du erstmal gucken, wo den ganzen Scheiß alle herkriegst. Ja. Und wenn du das gibst, dann wollen die wieder anderen Scheiß haben. Und hinterher hast du eine gigantische Wirtschaft über die gesamte Welt, schon alles ausradiert, was im Weg ist, ne? Und die wollen immer noch mehr Zeug. Du, das ist wie mit dir in einem Waffenladen. Du hast schon eine Magnum und eine Streitaxt und du willst trotzdem mehr. Miox33, danke fürs Followen. Ja, irgendwann mach ich mal halt. Irgendwann. Ja, weil du aus dem Laden gehst und mit einem großen Auto zurückkommst, weil du keinen Platz mehr hast. Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, spätestens beim Panzer mache ich halt. Oder beim Panzerschiff, ich weiß es noch. Flugzeugträger. Flugzeugträger finde ich ätzend. Ich hasse Flugzeugträger. Aber du kannst doch eine Menge Panzer parken. Das mag sein. Ich kann auch einen Flugzeugträger nehmen und mir daraus, keine Ahnung, ein Dorf bauen. Du kannst auch einen Flugzeugträger nehmen, das Dampfkatapult ummodellieren und einfach mit Panzern schießen. Wow, ich habe den Panzerdivisionswerfer 5000. Ja. Nee. Da sag ich mal entschieden nee zu. Entschieden nö. Du könntest ja auch ein paar alte Dieselloks draufstellen und die abfeuern. Die Bahn kommt. Ich dachte mir, ich verschieße Kühlschränke oder so. Auch nicht. Mach Leute kalt. Vor allem, ich find's geil, wie da oben alle zufrieden sind und hier unten alle... Oh, scheiße, schon wieder Strom ist voll. Gib uns Liebe oder Strom. Wäre Strom nicht so teuer, würde ich das ja sogar tatsächlich machen, aber tja, sieht so aus, als müsstet ihr erstmal Schwänze saugen.
Es sei denn, ich kann das Ding irgendwie Ökostrom genommen. Es sei denn, ich kann das irgendwie verschieben, das Ding. Gebäude verschieben, I can. Machen wir mal so. Bisschen näher an die Zivilisation. Menschen. Und schon löst sich das Stromproblem? Hat er Hoffnung? Das Schlimme ist, ich weiß immer nicht, ist das jetzt ein Stromausfall? Nee, das ist nicht genug Strom. Aber wo kann ich dann... Aus Atomkraftwerke. Ja, die kommen ja noch. Weil der Strom ist ja immer im Grün, deswegen verstehe ich das immer nicht. Ja gut, du hast ja immer Stromschwankungen und das je nachdem kann schwanken. Also kann ich es im Grunde technisch gesehen kaum erwarten, bis ich ein Kohlekraftwerk bauen darf. Ja gut, das ist halt immer so von der Leiste her, je weiter du gehst von der Leiste, vom Output her, umso eher kann es aufs Gesamte schwanken. Hm. Jetzt ist da oben auf einmal auch Stromausfall. Obwohl hier eigentlich das Ding direkt daneben ist. Okay. Deswegen, ich hoffe mal gerade, dass sich das widerlegt. Jetzt wäre mal geil, wenn sie mir nicht immer dieselben Nachrichten tweeten würden. Das ist immer ein bisschen retarded. Ich warte mal kurz ab, das... Maybe it fixes itself. Halt gerade bei Windkrafträdern ist das Ding halt über einen Tag, geht halt mehr oder weniger. Dann halt mal kurz runter und wieder hoch und dann hast du halt die Gebiete, wo halt Strom weniger ist. Sonst warte mal, könnte ich nicht für Budget Strom ein bisschen höher setzen? Dann hätte ich das Problem weniger, oder? Müsste, ja. Machen wir mal ein bisschen. Ah, ne, nicht. Machen wir mal tags ein bisschen. So 10%. Kostet zwar auch ein bisschen mehr. Bei Nacht. Ja, gut, nachts muckt man nicht rum. Und schon löst sich das Problem. Man muss nur das Budget mal ein bisschen erhöhen. Und schon ist alles cool. Langsam fängt echt an, mir das Spiel Spaß zu machen, muss ich sagen. Oh, so Micromanagement-mäßig, wenn man da ein bisschen mit drin ist, da kannst du eine Menge Plätze mit anstellen. Vor allem, es sieht dann echt nice aus und ich scrape ja jetzt hier gerade nur an der Seite davon. Das Ding ist ja, du hockst momentan immer noch in deinem Anfangskaché. Ja, ja. Ich muss mir kurz überlegen, lass mich nicht lügen. Ich glaube, bis zu 8 oder 9 kannst du noch dazu kaufen, bis zum Maximum. Alter, das ist eine Menge. Und wenn ich mir das mal gerade so angucke, das wird cool. Also das sind dann halt auch wirklich Städte und nicht wie Simdorf. Okay, kann man eigentlich noch ein bisschen... Strom. Das kannst du eigentlich momentan so an Stromkraftwerk kaufen. Was ist das denn jetzt hier? Nicht genug gebildete Arbeiter. Ach ja, stimmt. Ich habe, glaube ich, nur eine Schule. Der Rest sind ein Haufen dämlicher Fucks. Ja, da musst du dann halt auch drauf achten, dass du genug Schulen hast für Bildung. Ja, okay. Das ist vielleicht das Nächste, was ich jetzt mal in Angriff nehmen kann. Das war ja das, was ich vorhin vorm Stream dir gemeint habe. Später halt in den ganz großen Städten schauen, dass du halt auch gebildete und Arbeiterslums hast. Arbeiterslums. Ja, du musst teilweise wirklich die Leute dumm halten, weil ansonsten die miesen. Ach, die sind alle kurz vom, ich sag mal, was machen die Kackboons? Ach, die Kackboons, die sind immer noch ein Fehler für die gesamte Menschheit. Ja, wunderbar. Sitzen sie immer noch selbstgerecht auf ihrer Tacht. Häftchen. Höchstwahrscheinlich. So, warte mal, ich mach da mal jetzt was für Schule. Ach, guck mal, Hildegard, der Bürgermeister verzweifelt schon wieder. Köstlich. Oh, guck mal. Oh, er hat eine Straße gebaut, mag ich nicht. Oh, uncool. Buhu. Buhu. Ey, das ist immer... Oh ja, ihr tut mir jetzt richtig leid. Ich baue eine Schule genau neben euer Haus. Ha, that's what you get. So.
This should work. Bildung. Mhm. Bildung. Ach shit, die Straße ist zu kurz. Warte mal. Warte mal ein bisschen länger. So. Das ist voll gemein, ey. Da klopft man hier nur ein paar Steine, da kommt so eine komische mutierte Urschildkröte und will einen umklatschen. Okay, denn. Classic. Hallo, Leute. Vivi. Vivi. Schon bist da? Bist du angekommen? Yes, ich bin zu Hause. Hui. Wie geht's euch, Pipolinus? Ich streame immer noch City Skylines und hab Spaß dabei. It's awesome. Oh, das ist ein geiles Spiel. Es macht echt, also mir macht's echt Spaß aktuell. City Skylines macht Bock. Ich zock Conan Exiles. Also du guckst dir nackte Menschen an, die von Schildkröten vergewaltigt werden. Shadow steckt eine Stadt in Brand. Meine Stadt brennt nicht, you fucking twat. Irgendwas machst du falsch. Deine Stadt muss brennen. Ey, nur brennende Städte sind cool. Und da müssen überall nur brennende Speere sein und Schlangen. Ich dachte, seine Stadt ist Fischmarkt City. Ja, wir reden. Wir reden nicht über Fischmarkt City. Ich dachte Siri. Nee, das ist ja jetzt das, was ich jetzt mache. Außerdem, das hier ist nicht Fischmarkt Siri. Ich kann den Namen nicht mehr ändern, don't ask. Okay. No idea where this comes. Wir reden nicht über Fishmarkt City. It was a. Oh. Man spricht nicht über den Boxclub? Unter anderem, ja. Okay. Sagen wir, sein erster Versuch hat dazu verleitet, den Bürgermeisterkatalog auszupacken. Ich meine, wir haben hier zum Beispiel auch Caesars Gedächtnisstraße. Lol. Nee. Ich hab die. Stehen da überall kreuzförmige Steine. Ja. Wir haben hier klein, wir haben kleinen Fischmarkt. Wir haben die Giorgio-Abfahrt. Wir haben das Rüdiger-Gebiet. Oh, kann bitte das Leben aufhören, bitte. Remmel-Preisstraße, ach du Scheiße. Kennst du das, wenn dir was runterfällt, du willst es dann hinstellen, aber du hast so viel da stehen, dass dann das nächste schon wieder runterfällt? Ja, doch. Nein. Was? Das ist schrecklich, das ist mir gerade passiert. Das Gebäude brennt. Ja! Nee. Oh, Foreshadowing. Ist das die Schule? Oh, scheiße, es brennt tatsächlich! Oh, fuck! Ja! Scheiße, die Schule brennt. Aber ich hab doch... Ja, da ist doch ein... Da ist doch ein... Hier ist doch Kontakt. Sind ja, die Feuerwehr hier? Okay, die sind schon da. Okay, die sind schon da. Alles gut. Okay. Das ist eine einfache, logische Sache. Je weiter die Feuerwehr von... ist, umso länger fahren sie. Ei, Karamba. Also, Vivi, komm, erzähl mal, wie war's? Das wird jetzt die. Es war so großartig. Es war das Beste der Welt. Like, seriously, es war so. Es war worth jeden Cent. Jeden verdammten Cent. Worth? Es war so geil. Erstmal, also. Klar, wir hatten uns eigentlich ursprünglich so gedacht, so, hey, wir gehen nach. Wir machen das so. Wir fahren besonders früh los, dann sind wir in Köln und dann können wir ja noch irgendwie so ein, zwei Stunden was machen und dann gehen wir dann irgendwann mal da zur Aufführung. So, das war endete allerdings damit, von wegen, dass wir dann direkt zur Aufführung gegangen sind, weil wir uns das da angucken wollten und dann gesehen haben, dass da bereits super lange Schlangen waren. So, wir dachten uns so, yo. Yo, läuft. So, und dann, es war unglaublich. Jedenfalls, dann sind wir halt dann da gewesen und... Es waren so viele Leute da, so richtig krass viele. Und lustigerweise war die VIP-Schlange länger als die normale Schlange. Und erstmal kamen wir da an und wirklich, du hast, es war so krass, es waren einfach wirklich so alles voll mit Fans. Du hast überall Markiplier-Merch gesehen, du hast überall von den Themen her gehört, dass die da über irgendwelche Let's Plays von ihnen geredet haben oder von irgendwelchen Livestreams oder was sie so geil finden oder wie gehypt sie sind und in Deutsch und in Englisch und in Schweizerisch und in wie auch immer sie alle geredet haben und weiß ich was. Und dann haben wir uns da angestellt und keiner genau wusste jetzt, okay, wie läuft das jetzt? Und dann haben dann erstmal alle so gesagt, so, ey Leute, das geht so und so und dann alle so, yo, danke und dann keine Ahnung. Und sind dann halt
haben uns dann halt angestellt, Nana und Luke halt in die normale Schlange und wir, ich mit Alex und Tobi halt in die VIP-Schlange. So, und dann wurde es richtig cool. Dann ist es, sind wir dann halt da in der Schlange gewesen und dann kam so eine Frau an, auch anscheinend als Fan da und hat dann dort so, so Klebezettel gehabt, so eine Rolle mit Klebezetteln. Und dann hat sie gefragt, hey, wollt ihr auch einen Gym-Zettel haben? Und dann wie so, hä? So, und dann hat sie uns die Rolle gezeigt und dann ist es so eine rote Rolle. Da oben steht so drauf so, hello, my name is. Und dann konntest du da deinen Namen hinschreiben. Und dann wollte sie an alle Leute diese Badger verteilen und überall Jim raufschreiben, um Mark abzufacken. So, und dann wie so, oh mein Gott, wir machen da sowas von mit. So, und dann wirklich, da hatten später an die 200, 300 Leute diese scheiß Klebebanner, wo Jim drauf stand. Und dann später waren dann halt noch Leute mit so einer Boombox und haben die ganze Zeit irgendwelche Remix-Songs von Mark und Jack abgespielt und den Cool Patrol Dance, was weiß ich was, und haben da richtig Party gemacht. Einige haben schon richtig lange in der Kälte gestanden und haben angefangen, Frozen zu singen, nach dem Motto, the code never bothered me anyway. Und kann ich mal verstehen, war ich halt gestern. Dann sind wir dann halt, hat sich in der VIP-Schlange echt nichts bewegt. Und dann ging es noch darum weiter, dass dann halt Alexander Weine meinte, oh Leute, nicht so kalt. Da hinten ist ein Laden, der verkauft heiße Schokolade, ich hol uns mal heiße Schokolade. Tobi und ich stehen dann da halt so, ja, ja, okay. So, und dann geht, er war 2 Minuten weg. Plötzlich rückt der gesamte VIP-Bereich nach und alle sind in so ein weißes Zelt reingegangen. Und wir so, oh scheiße, wo ist Alex denn jetzt? So, und dann gehe ich dann so mit meiner Karte da hinterher und dann Tobi dann so, bleibt kurz vorm Zelt stehen und meint dann so, nee, ich muss hier warten, Alex hat meine Karte. Und ich so, was? So, dann wurde ich da alleine reingeschoben in einem so ein Zelt mit so ganz vielen Leuten und ich so, Hilfe! Ich wusste vorher nicht, wo ich bin, was denn jetzt los ist und keine Ahnung. Und das dann wird's richtig geil. Dann sind wir dann halt, war ich dann halt da drin und ich so, ist es real life? Was ist hier los? Es waren so viele Leute da und plötzlich hieß es dann so, ja, hebt mal alle eure VIP-Karten hoch. Und du hast einfach nur die ganze Reihe gesehen, wie sie die VIP-Karten hochgehoben haben. Ich hab's einfach aufgemacht und ich dachte mir so, hä, was hat das jetzt mit Sinn? So, keine Ahnung. Dann war das so, dass Alex und Tobi danach kamen, weil Alex hatte ja in seinen Rucksack noch meine und dann das Geschenke drinne. So, dann habe ich dann die gesehen und ich so, Leute, kommt schon her und weiß ich was. Und die konnten dann halt einfach nachrücken, ohne dass irgendwas passiert ist. Und hast du mir einen Kakao gemacht? Nanny hat ihr angebracht. Oh, Nanny Dance, thank you. Thank you, Mama. Und deine Tragen von. Der war gut. Danke sehr. Ja, wo war ich vor dem Kakao? Dass die nachgerückt sind. Ja, genau. Pass auf. Jedenfalls, sie ist dann halt zu mir. Keiner hat sich da irgendwie beschwert, weil es ja okay waren. Dann haben sich irgendwelche Leute versucht vorzudrängen. Aber dann kamen die Leute von der Security und die so, nope, es wird sich nicht vorgedrängelt. Und dann wir so, ha, Justice. So, keine Ahnung. Denn Justice. Ja, weil ich fand das so ätzend, dass sie sich vorgedrängelt haben. Dann kam da so ein Typ von der Security und der meinte dann so, ey, könnt ihr mal alle zuhören? Und dann alle so, yo, sind sofort still gewesen. Benennt euch weniger so, wie Kants. Nein, die haben sich ja nicht wie Kants benommen. So, der Rest war ja okay. Und dann meinte er so, ja, einmal als Info an alle. Die Leute, die jetzt in diesem Zelt stehen, brauchen VIP-Tickets. VIP-Tickets sind dadurch gekennzeichnet, dass sie an die 121 Euro gekostet haben und dass da VIP draufsteht. Alle anderen, die so ein Ticket nicht haben, fuck möchte off. Ich bitten, das Zelt erstmal wieder zu verlassen. Und dann hörst du so ein Mädel mitten aus der Reihe von wegen so, ist das euer Ernst? Und dann einfach ein Lachflash in der gesamten Reihe. Das ist wirklich, dass alle in diesem Zelt haben gelacht. Einfach weil außer so gehört, diese Frau. Hast einfach gesehen. Ja, und dann sind locker 40% aus dem Zelt rausgegangen. Und dann danach sind wir dann halt da rein. Dann gab's aber halt das Problem, dass es dann hieß, jo, wir dürfen da nichts reinnehmen. Wir mussten alles irgendwie an der Garderobe abgeben. Und es durften auch nur gewisse Sachen im Rucksack mit reingenommen werden. Und
irgendwie dann hieß es dann so, ja, ich darf die Geschenke nicht mit reinnehmen. Und ich so, was? So, keine Ahnung. Und dann meinte die Dame vom Service so nach dem Motto, ja, aber kein Problem, du kannst da einfach den Namen draufschreiben von dir und dann bringen wir das später Marc persönlich. Und ich so, ja, okay, warum nicht? So, keine Ahnung. So, irgendwie scheiße, Namen oder? Aufgeschrieben, have fun, bitte. So, keine Ahnung. Weil ich dachte mir, ganz ehrlich, stell mal vor, ich nehme das jetzt mit rein. Versuche ihn das irgendwie verzweifelt auf die Bühne zu schmeißen oder so und dann lässt es einfach liegen oder es kommt da niemals an oder so. Dachte ich so, dann lieber über den Service. So, ergo, abgegeben, weißt du, was ich war es, dann Sachen an die Garderobe rein. So, dann gehen wir in diesen Raum rein. Es war einfach eine riesige Kuppel. Es war richtig cool. So richtig geil beleuchtet. Die Decke, die sah aus, als wären da überall Sterne. Das war richtig cool. Dann vorne die Bühne mit so einer richtig catchy Music. So, und dann war halt vor uns die ganzen VIP-Gäste schon drin und alle sind durch den Mittelgang gegangen. Und wir so, oh scheiße, wenn wir da noch warten, da kommen wir doch niemals im Leben durch. Dann Alex so, ey, ich hab eine Idee. Dann geht er so rechts durch die Stuhl rein, ganz bis am Ende. Und dann war da so eine Mini-Absperrung, wo stand VIP. So, und dann und dahinter waren halt noch ein paar gute Sitze. So, und dann Alex so, guckt so auf seine Karte. Ich sehe das Problem nicht, wir sind VIP. Ich sehe da kein Problem. Geht an der scheiß Absperrung vorbei. Wie so, ja, okay. So gehen da auch hin. So, und dann saßen wir letztendlich rechts in der vierten Reihe. Wir waren 5 Meter von der Bühne entfernt. Das war richtig geil. So, dann kamen da noch die anderen Leute. Ich habe noch nie so viele gehypte Fans auf einen Platz gesehen. Erstmal, mir haben fremde Leute die Hand geschüttelt, weil ich dieses Jim-Schild um hatte und meinte dann so, hi Jim, ich bin Jim. Und dann so, ja, hi Jim. Keine Ahnung, und alle sind da richtig abgedreht und dann so, yo, Jim. Und wisst ihr nicht. Und alle sind komplett... Jim. Sorry, ich konnte ja... Alle sind komplett eskaliert. So, dann war 2 Sitze neben mir... Ein Darkplayer-Cosplayer und ich so, okay, alles klar. Vorher habe ich auch noch einen Wilford gesehen und ich dachte mir so, okay, danke, ich habe jetzt alles gesehen. So, dann, es geht noch weiter, es wird richtig cool. Dann war da irgendwie eine in der ersten Reihe, die hieß Amy. Die war, hat irgendwie Geburtstag, so, hatte auch so ein Gym-Schild. So, und die ist die ganze Zeit da hin und her gelaufen mit diesen komischen Markiplier-Fächern, die wir bekommen haben. Und meinte dann immer so... Hey, hallo, ist hier jemand, der Jim heißt? Und er hat das ganze Publikum angefangen zu brüllen. Ja, ich bin Jim. Keine Ahnung. So, und dann später waren die dann irgendwie mit 20 Leuten irgendwie so vor der Bühne und haben dann davon aus Markiplier's Video dieses 5-Sings-Spiel gespielt. Dieses von wegen hier erstmal den Jingle singen, dann musst du irgendeine Frage stellen von wegen so 5 Dinge, die du gerne mal beim Camping machen würdest oder so. Und dann musst du dann diese 5 Sachen sagen und dann, nachdem du eine Sache gesagt hast, dann immer so 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und dann ist der nächste dran. Und das haben die da vorne gespielt. Das waren weltfremde Leute, die kannten sich nicht. Und die haben da gespielt, als kennten sie schon Ewigkeiten. Es wurden WhatsApp-Gruppen gegründet. Es wurde sich auf Instagram geedit. Es wurde da über alles Mögliche geredet und gehypt. Und weißt du, was ich weiß? Die Leute waren so gut drauf. Ich war, das waren alles Weltfremde. Die kannten sich alle nicht. Vielleicht so 1, 2 Leute, die dann da mal so wie Alex, Tobi und ich. Oder Nana und Luke hinten. Und sie kannten. Wir haben sie dann gesetzt und yo. Aber der Rest... Die kannten sich nicht. Und die haben da interagiert, als wären das schon seit 10 Jahren Freunde. Und ich dachte mir so, Alter, was ist das für eine Magie? Was passiert hier? Das ist so krass. So, it's magic. Dann, willkommen auf einem Festival. Ja, es war großartig. So, und dann, pass auf, dann geht die VIP-Show los. Marc kommt auf die Bühne. Alle sind komplett am Eskalieren. Ich hatte einen Puls von 2800, ich weiß auch nicht. So, ich dachte mir so, oh mein Gott. Der steht wirklich 5 Meter von mir entfernt. Ich dachte mir so, oh Scheiße, oh. So, keine Ahnung. Dann hat er erstmal gesungen, 3 Lieder. Alles natürlich eher so ruhigere und auch so romantischere Lieder. Und es war so, dieser Typ hat eine Stimme eines Engels. Ohne Scheiß. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ich flenne gleich. Das war so cool. Denn zusammen mit Ryan war der Typ am, hier sagst du, wie heißt das denn? Keyboard. So, und dann er halt am Gitarre spielen und Ryan spielt in der Piano oder Keyboard oder was auch immer. So, und dann er nebenbei am Singen und alle so, oh, der ganze Saal war totenstill. Weil die einfach so amazed waren, keine Ahnung. Dann gab's dann halt danach, weil er wollte seine Stimme nicht zu sehr beanspruchen, weil er immer noch krank war. Aber halt 3 Lieder hat er gemacht und dann hat er eine Q&A-Runde so im kleinen Kreis gemacht. So, und dann gab es dann halt so ein paar Fragen und was weiß ich was. Und deswegen habe ich auch eine der
exklusiven Infos. Achtung, ihr könnt lauschen. Im August ist Markiplier auf der Gamescom. Oh, fuck. Und ich denke so, oh shit, ich muss dahin. So, keine Ahnung. Und es war einfach richtig cool, war richtig nett zu allen Leuten und hat alles mögliche gefeiert und was weiß ich. Und war super nett. Am Ende dann, um das noch als Überraschung zu machen, kamen dann plötzlich noch Wade, Bob, Tyler und Ethan auf die Bühne und haben zusammen mit Markiplier All-Star gesungen. Und dann so, hey, now you're awesome. Und weißt du, was ich war so richtig krass. Und das ganze Publikum hat mitgesungen, die waren richtig hart am Feiern. Dann war ein Übergang von wegen hier so, ja, warten, bis die anderen da sind. Wieder Hype. Dann hat Alex mir Merch gekauft. Ich trage jetzt ein You're Welcome to T-Shirt. Ich habe ein You're Welcome to Poster in bunt, was richtig cool ist. Das ist A2 oder so. Dann habe ich noch diese Markiplier-Fächer und ich habe eine Markiplier-VIP-Karte, wirklich handsigniert von Markiplier. Der hat wirklich alle Karten selber signiert. Alle. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich platze. So, keine Ahnung. So, ich war einfach übelst Hype. Und dann ging später die Show los. Und das war einfach so richtig geil gemacht, denn so mit Abstimmen vom Publikum, mit diesen Kellen und weiß was ich was. Und dann haben die da Impros gemacht und die haben da Spiele mit der Community gemacht. Da durften Leute aus der Community auf die Bühne und da gab es Dance-Battles und dann irgendwelche Spiele, wo man dann hier so mit dem Zauberstab und weiß was ich was, so ein Bam, Bam, Bam. Und dann irgendwie haben die am Anfang so einen Jungen auf die Bühne geholt, der Markiplier helfen sollte. Der war 6. Der hat kein Wort verstanden, was die geredet haben. Aber der hat das so gefeiert. Er fand ihn so toll. So, und dann kam die Mutter noch dazu. Die Mutter hat was aus ihrem Leben erzählt. Dann haben sie die Infos von dieser Frau genommen und haben daraus eine Impro-Musical-Show gemacht. Und ey, es war so geil. Das war die beste Show der Welt. Ohne Kack. Und ich war so happy, dass ich da gewesen war. Das war wirklich jeden Cent wert. Ich war danach so, so glücklich, keine Ahnung. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, du hattest jetzt wirklich die krasseste Show aller Zeiten. Ich hab mir da so einen Arsch abgelacht, ich hab gebrüllt, ich hab geheult, ich fand, es war so krass, es war so wunderbar. Alex saß neben mir, hat Tränen gelacht, der fand das so geil. So, und dann auch Nana und Luke mega amazed und weißt du was ich. Und es war einfach so, so geil. Und dann später, als wir dann um 20 nach 10 aus dem Tanzbrunnen raus waren, dann kommen wir da raus, richtig happy nach dieser Show. Und dann siehst du einfach nur wirklich der gesamte Himmel, sternenklar, wirklich so viele Sterne hat man in Köln noch nie gesehen. Die Brücke beleuchtet, der Dom beleuchtet, überall sieht man diese kleinen Schlösser an der Brücke. Die Leute gehen da happy aus diesem Tanzbrunnen raus, man hört aus der Ferne noch Musik und Leute über all das reden, was gerade passiert ist. Es war schweinekalt, aber es war egal. Und dann sind wir einfach richtig happy aus diesem Tanzbrunnen raus und wir dachten so, oh mein Gott, was ist das denn jetzt für ein geiler Abend? Und dann zum Bahnhof, waren vorher noch mal bei Mc's, weil wir richtig hart Hunger hatten. Also waren wir Mitternacht irgendwie bei Mc's oder so. Dann sind wir denn mit dem Zug noch mal eine Stunde oder so. Ich glaube, wir waren erst, ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs waren. Auf jeden Fall sind wir mitten in der Nacht mit dem Zug gefahren. Dann waren da irgendwie noch so eine Inder, die irgendwie ständig irgendwelche, wie so eine Mariachi-Band im Zug da irgendwelche Lieder nachgesungen haben, wo wir dann Lachflash bekommen haben. Und irgendwie, dann sind wir mitten in der Nacht durchs Dorf gelatscht und uns war richtig scheißkalt. Ich glaube, das waren -4 Grad, wenn nicht sogar mehr. Aber wir waren so glücklich und so happy, wir waren so erschöpft. Und dann waren wir um 2 Uhr morgens wieder bei Alex und Tobi. Und es war so krass. Wir sind dann zwar tot ins Bett gefallen, aber ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Ohne Scheiß. Das war die geilste Experience ever. Das würde ich immer wieder machen. Ohne Kack. Ich weiß, jetzt habe ich wahrscheinlich fast eine halbe Stunde hier allein geredet, aber das ist mir so egal. Weil, Leute, das war geil. Wenn er irgendwann mal wieder eine Tour macht, geht dahin. Ohne Scheiß. Das ist der geilste Shit der Welt. So, du darfst wieder reden. Wow, ich habe die ganze Zeit sogar eher im Chat irgendwie geschrieben, weil ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte auch, dass die Welt mal sieht, wie dein Redefluss sein kann, wenn er mal richtig durchdreht. Ah, oh, schön. Ich habe gedacht, das könnte mal witzig sein. Jetzt sitze ich bei Kakao. Ja. Was du geschrieben hast, die bringen da auch nichts. Da sagen auch nur alle, ja, wir haben das Problem, aber keine Lösung. Was ist denn
Welches Problem? Wenn ich Revelations 2 öffnen will, habe ich doch gesagt, dass es dann hier Error 9 kommt. So, ja. Und jetzt ein heißer Kakao. Oh Gott, geht's mit mir. Heißen Kakao habe ich auch. So. Wie ist eigentlich, ist der Auflauf schon fertig, Schatz? Nö, den habe ich vorhin erst nur auf 50. Ich habe den jetzt auf 200 gepackt. Welcher Auflauf? Vom. Nee, ich sitze ja direkt in der Küche. Er sitzt ja unten sozusagen die Treppe runter. Hamburger allerlei. Brutzel. Oh Gott, hol, ich glaube, du kriegst deine brennende Stadt. Yay! Mein Industriegebiet brennt. Yay! Sogar zwei Gebäude. Wenn hier etwas brennt, dann ist es schwer, das Industriegebiet. Oh, scheiße. Ja, die Leute waren nicht gebildet genug, deswegen musste ich eine Hochschule bauen. Feuer? Und offenbar sind sie es immer noch nicht. Offenbar sind die Leute immer noch stronzendämlich. Und ich kriege immer mehr verlassene Gebäude hier. Okay, Feuer gelöst, okay. Wenn das Personal fehlt oder die Rohstoffe vom Eintransport, dann gehen die halt bankrott. Ja, Lüdi, wenn ich rede, wenn mich irgendwas hype, dann quatsch ich wie ein Wasserfall. Es tut mir wirklich leid. Basically, Vivis Geschwafel ist manchmal wie ein Enemy Stand. It's like an Enemy Stand. So, aber wir haben jetzt eine Hochschule. Even Speedwagon is afraid. Ja, ich habe jetzt eine Hochschule. Das sollte jetzt eigentlich einige Probleme lösen. Jetzt sehe ich auch so langsam, dass die Leute gebildet sind genug. Ja, es also, braucht halt seine Zeit. Eben. Von dem, vom Geld her sind wir auch noch gut dabei. Wir machen hier echt guten Stuff gerade. Also jetzt, der zweite Versuch läuft um einiges besser. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen, der zweite Versuch läuft um einiges besser. Ihr wollt immer noch mehr Industriegebiet? Alter, wie viel Industrie wollt ihr, Dudes? Wir wollen einen Maschinenplaneten. Ich merk schon. Wir wollen eine ganze Fabrikwelt. Die beten alle den Maschinengott an. Ich meine, ich fange jetzt langsam an, hier mal so ein bisschen mehr zu machen, was das angeht. Aber ich muss mein Industriegebiet wahrscheinlich noch weiter ausbauen. Ich werde mich mal ganz kurz muten, Leute. Ich werde hier eben meinen Schrein aufbauen. Ich bin gleich wieder da. Dein Schrein? Ohne Witz, ich habe hier zwei Fächer. Eine VIP-Karte, meine Ticketkarte und mein Poster. Das werde ich sowas mal an die Wand ballern, Mann. Ich bin gleich wieder da. Vergiss nicht, ein bisschen Bambus zu opfern. Bambus! Bambus gibt genug, also können wir doch opfern. Also die Leute sind auf jeden Fall hier hype, was die Straßen angeht. Meinst du die im Chat wegen den Namen oder die? Nö, die hier dieses Wannabe-Twitter benutzen. So, dann haben wir ein bisschen mehr Industrie. Wenn ich jetzt hier weiterbaue, dann haben wir gleich bald ein neues Wohngebiet eigentlich. Eigentlich könnte ich das echt so... Gib. Machen wir mal so. Dann machen wir das auch so, wie Hol mir das beigebracht hat. Hier so ein bisschen kleine Industrie als Abtrenner. Bisschen kleine Industrie, ein bisschen Großindustrie. Ja, eben. So, der kleine Puffer. Und et voilà, schon habt ihr wieder Wohngebiete, ihr Stinker. Du gehst nicht mit ihnen zu sagen, dass du sie alle hast. Ach, ich dachte mal, das ist ja selbstverständlich bei den Leuten. Du hast also gerade neue Straßen gezogen, denk ans Wasser. Ja, ja. Da gucke ich jetzt als nächstes. Warte, hier war... Achso, da oben. Da ist ein verlassenes Gebäude. Oh, das macht euch glücklich, wa? Ja, das ist schön. Nice. Boom, der Kleinstadt, yay! Neue Gebiete, 2x2 Kilometer. Transport, ach du Scheiße, jetzt kann ich Busse bringen.
Ah, neues Gebiet. Okay, wenn du auf den Globus blickst, kannst du halt ein neues Café dazu kaufen. Ach du Scheiße. Kontrollierter Drogenkonsum? Was? Neue Gebäude. Fortschrittliche Windturbine. Ah. Busdepot Friedhof. Oh. Eine fortschrittliche Windturbine, das war die, wo man auf dem Wasser. Warte mal, ich guck mal. Strom. Ja, die kannst du ins Wasser setzen. Oh, stimmt. Aber wie geht das denn? Dank neuester Technologie können diese Platzierungspraxis des fortschrittlichen Windturbinen im Wassergebiet bauen. Viele Strom erzeugen, hängen Windstärke und Standort der Windturbine ab. Muss auf Wasser platziert werden. Keine Straßenverbindung erforderlich. Ja, aber wenn ich das habe, wie komme ich denn an den. Wie kommt denn der Strom? Naja, du baust einfach eine Reihe so, dass sie am besten an bestehendes Stromnetz anschließen. Vielen Dank fürs Followen. Also mit Strom hier, mit Strommasten, mit Stromleitung oder wie? Das überlege ich noch gerade. Bist du schon ansatzweise irgendwie stromtechnisch unten? Nee, irgendwie nicht. Also laut Strom bin ich immer noch auf grün die ganze Zeit. Ja gut, dann tut's dir gerade keine Not. Also wenn du halt mit der Stadt irgendwann mal stromnetztechnisch Richtung Wasser tendierst, dann kannst du das halt irgendwann anschließen. Das ist ja interessant. Meilensteine. Ah, so. Ja, warte mal auf dem Globus, also hier. Tatsache, ich könnte jetzt echt hier Gebiete kaufen. Ach du Scheiße. Wenn ich da draufklicke, kaufe ich das dann instant oder wird mir erstmal angezeigt, wie teuer das wird? Probier's doch aus. Du Wichser. Ah, hier. Ach du Scheiße. Waren wir 2500 oder 2 Millionen? Sind das fucking 2 Millionen? Probier's doch aus. Wie wär's, wenn du es mir einfach sagst? Ich kann's auch einfach nicht tun. Dann bleibst du halt in deinem kleinen Kuhkaff. Weil 2500 scheint mir wenig. Aber ich sehe auch hier irgendwie nirgends Centbeträge. Weil das ist das. Das Hinterste ist nämlich hier. Null, wieso steht denn da 00 am Ende? Das ist gerade das, was mich aus dem Konzept wirft. Das Hinterste waren doch die Centbeträge, oder? Ja, aber es gibt doch keine Centbeträge. Ich weiß es gerade selber jetzt nicht. Ich rechne doch hier nie auf Cent. Kannst du es kaufen oder du kannst es nicht kaufen? You fucking twat. Sind 2500, danke. Das hat mich gerade irgendwie komplett aus der Bahn geworfen. Okay, du hast zwei Optionen. Er lässt es sich kaufen oder nicht. Okay, warte mal. Das könnte ich sogar hier eigentlich so regeln. Und dann könnte ich hier... Ich bin gleich wieder da. Jo. Mhm. Kann ich nämlich hier auch mal weiterbauen. Die Leute wollen zwar eigentlich gerade gar nichts, was mal erstaunlich ist. Sie sind uns mal für 2 Minuten gesättigt. Tatsächlich, ja. Okay, hier möchte ich aber kein Industriegebiet machen. Ich mache hier einfach noch mehr Wohngebiete. Wir haben unseren Urlaub verlängert. Können wir bitte mal in der Zwischenzeit unsere Pflanzen gießen? Alter, warum sehe ich sowas? Weil die Leute dir damit sagen, es gefällt ihnen bei dir. Schön, I guess. Der Tourismus blüht auf, sie lieben dich. Sie wollen kleine, nutzlose Dinge von dir kaufen. Entfernung zu gering? Was? Und bereits besiehe ungünstige Form. Was? Form? Weil da, ich versuche Straßen zu bauen. Du weißt schon, dass du bei den Straßen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten hast zwischen
ziehen, kurvig und frei Schnauze. War das bereits besiegt? Hä? Wie kann ich denn hier keine... Kann ich echt nicht in den Dings bauen? Mhm. Jetzt geht's. What the fuck? Das war weird. Holzen wir mal den Baum, den Wald noch ein bisschen ab. Ach, wer braucht schon Regenwald? Nicht wahr? Diddling. So, bin wieder da. Jo. It's a cookie. So, ja. Mehr Industrie. Even more Industrie. Und noch mehr Wasser fürs Knie. Jetzt ist die also Frage. Also denk dran, wenn er irgendwie wahnsinnig wird, der könnte auch Twitter schreiben. Ihr könnt es auch sein lassen. Okay. Das Schlimme ist, ich kriege einfach so langsam den Dreh richtig raus, wie das funktioniert. Und jetzt macht sogar dann langsam sogar richtig Spaß. Und du hast noch gar nichts gesehen. Ja eben, ich kriege ja jetzt immer noch neue Sachen und alles. Ja, spätestens wenn du mit Hafen anfängst, ist eh alles. Ja, aber jetzt gerade. Es gibt doch diesen Freizeitpark. Oh nein, nicht der Freizeitpark. Ich meine, hier am Ende der Straße, so am Ende von diesem Gebiet, why not? Am Ende von gar nichts. Makes people happy. Generell Parks. Solange jetzt. Man muss halt mal gucken, was im Wirkungsbereich ist. Ja, deswegen gucke ich gerade. Ich glaube, wenn ich hier das mache, wäre schlauer. Müssen die Einheit mal wieder umsiedeln. Ist halt nicht mein Problem, ne? Ich wohne da ja nicht. Happy Day! Okay, cool. Sind Leute auch ein bisschen happy. Noch happy, happy, joy, joyer als ohnehin schon. Das ist also Kokain ins Trinkwasser gekippt. Das war meine zweite Intention. Oh, ihr habt hier kein Wasser, wieso? Seid ihr echt einfach was? Stimmungsaufheller. Jede Menge Stimmungsaufheller. Jedes Mal ist das scheißegal. So machen. Sobald dürfte eher Strom wieder ein Problem werden, aber bislang nicht. Ach, ihr braucht wieder Arbeiter, ja, ist ja wunderbar. Vor allem, wie lange regnet das jetzt schon? Ah ja, ihr habt hier keinen Strom, das ist klar. Gut, aber ich habe gerade... I feel generous right now. Ich könnte euch hier ein Kohlekraftwerk hinstellen. Erzeugt starke Umweltverschmutzung, ja. Aber da könnte ich wahrscheinlich die Stromleitungen längs setzen. So, das dürfte das Problem lösen. Vor allem, dass die Leute... Wieso, Alter, Industrie, all of them Industrie wollen die. Na, dann gib ihnen, was sie möchten. Oh, hier ist jemand gestorben. Das ist hier voll der Messi-Haushalt, das kann ich euch jetzt schon sagen. Stimmt, aber ich sollte vielleicht mal langsam einen Friedhof bauen. Wie groß ist denn ein Friedhof? Beziehungsweise, wo ist ein Friedhof? Nahverkehr.
Oh Gott, jetzt wird's kompliziert. Wo ist denn der Friedhof? Ich habe immer noch keins von diesen Megagebäuden. Friedhof, bist du bei Müllbeseitigung? Nee. Feuerwache. Ah, hier, Friedhof. Aber groß. Uiuiui. Machen wir hier mal Friedhof hin. Da ist ein Friedhof und die gesamte Stadt findet das geil. Endlich muss Opa nicht mehr rumstinken. Sekunde mal kurz. Jetzt noch nicht vergessen, mich zu entmuten. Das könnte immer in die Hose gehen. So. Ja. Gut, Friedhof. Friedhof-Time. Nie mehr Uhren auf dem Kamin, Sims. Alter, Leute, ihr seid echt ein bisschen fucked up. Bringt eure Toten raus. Ja, hier, dieser Haushalt hier, ne? Klar habt ihr Tote. Ein Verstorbener muss transportiert werden. Cool. Aber ich glaube, ich bräuchte sowieso demnächst mal wieder eine medizinische Dings. Unter anderem vielleicht ein Pokémon Center. Nicht die Umbrella Corp? Nein. Wenn ich sie noch sage, Pikachu ist tot, sie können ihm nur Candies geben ohne Ende. Pikachu ist tot. Ich pack das Pokémon Center mal hier hin. Alle finden ja, das toll. Nö, ich habe mir ein Pokémon Center in dieses Spiel gemoddet. Alter, man sieht ja richtig, wie hier die Abgase rumpimmeln, ey. Kann man da irgendwas gegen machen? Hm? Gegen Abgase kann man da irgendwas gegen machen? Da kannst du Umweltzonen einrichten, Recycling fördern, etc. Okay, warte mal. Kannst du tatsächlich eine Menge machen. So, jetzt möchte ich aber in den... Achso. Recycling? Okay. Ah, und hier ist denn... Nee, warte, aber was ist hier jetzt Recycling raus? Was ist hier Recycling wieder drin? Okay, gut. Jetzt verstehe ich das langsam. So machen. Hauptverbot. This should work. Das sollte funktionieren, meine Dudes. Wir haben jetzt schon 3000 Leute in dieser Stadt. Und langsam läuft das echt gut. Man muss es halt nur so ein bisschen raus haben, den Dreh. Oh, ihr habt keinen Strom hier. Ja gut, ihr seid jetzt auch sehr von dem letzten Windkraftwerk entfernt. Ja gut.
Wieso ist hier überall jetzt Strom weg? Nicht genug Strom hat. Ah, okay. Jetzt gehen wir langsam ins Gelbe. Okay, ich verstehe. Machen wir mal so. Ups. Geh doch mal weg jetzt mit deinem Tweet-Scheiß hier. Strom ist immer noch so eine Sache bei mir. Nicht genug Strom. Ja, es geht auch langsam ins Gelbe. Dabei ist das ja echt direkt daneben. Kaufen Sie neues Land. Nicht jetzt. Fuck off. Ich habe ja noch nicht mal das hier fertig bebaut. Warum soll ich mir denn jetzt schon neues Land kaufen? Warum habt ihr jetzt alle keinen Strom? Das ist ja jetzt merkwürdig. Hier auch nicht. Es ist gerade mega Windstille oder was? Ja, der Strom geht jetzt irgendwie nicht wieder hoch. Entweder hast du gerade Windstille oder es hat sich gerade gezogen oder neu dazugezogen. Das ist halt ins. Schon wieder Stromausfall. Halt doch die Schnauze. Jesus Christ. Heult mal nicht so rum. Mal gucken. This is weird shit right now. Eben, wie soll er da Unreal Tournament spielen? Das ist eine gute Frage. Weil der Strom ist jetzt gerade echt weird. Da blicke ich gerade nicht so ganz durch. Ich kann auch nicht immer wieder neue Windkraftwerke bauen. Oder ich baue ein Kohlekraftwerk. Wenn's hilft. Ich habe keine Ahnung, ob's hilft. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Du baust eins und dann wird's befeuert. Oh Mann. Ich kann da mal hier eins bauen und dann... Verschmutzt halt die Umwelt, also Industriegebiet wäre ganz praktisch. Ja, das hatte ich sowieso dann vor. Ah, jetzt habe ich nicht genug Geld dafür, scheiße. Scheiße. Aber hier hat gerade niemand Strom, obwohl hier eins steht. Ja, jetzt fangt ihr an zu heulen, es ist mir... Oh. Ja, ich habe da keine Zeit gerade für. Mein Gott, gut. Hier. So, Problem gelöst. Was für ein schöner Sonnenaufgang. Ach, halt doch die Fresse. Was? Kriminalitätsrate ist zu hoch. Ist hier nicht... Habe ich hier nicht direkt eine Polizei irgendwo in der Nähe gehabt? Irgendwo. Eine. Im Königreich far, far away. Achso, ihr... Hä?
Wieso habt ihr hier immer noch keinen Strom? Und was wollt ihr jetzt? Ach, euch ist die Miete zu hoch. Ja, das ist ja wunderschön. Dieser eine Prozent. Das ist euch auf einmal zu viel. Nicht genug Soll ich euch das Ding direkt hier nebensetzen oder was? Ja, findet ihr nicht so witzig, wa? Guess what? Strom oder Lärm? Sucht's euch aus. Na, geht doch. Das Problem wäre gelöst. Da hinten ist immer noch kein Strom. Hier auch nicht. Wer ist das Stromgong? Weg. Ja, ohne Scheiß! Wo ist der Strom hin? Wo geht der hin gerade? Ich verstehe es nicht. Ja, vielleicht baut einer eine Weltenschwangsmaschine, die unendlich viel Strom braucht. Ich merke schon. Oder sie betreiben geheime Hanfplantagen. Hier ist komplett kein Strom. Hier sterben gleich Leute, so wie das aussieht. Die dürfen nicht sterben. Das sind weniger Steuerzahler sonst. Ja, eben. Die müssen hier deine goldene Statue finanzieren. Du weißt schon, die nackte, 5 Meter groß, vor deinem Büro. Aus Gold. Ja. Und Rubinnippeln. Wir sind jetzt unzufrieden. Entweder habt ihr Strom oder ihr habt, ja. Keinen. Eben. Und da ist jetzt einer unzufrieden mit der Steuer, wirklich. Steuern sind zu hoch. Kannst ja verschwinden. Kannst ja abhauen. Jetzt möchte dich keiner hier zu wohnen. Geh mit irgendeinem Gott, aber geh. Siehe Weikehr. Verlassen. Reiß ich ab. Wrumm, Bagger. Ja, das ist echt jetzt einer, der nach zu hohen Steuern quäkt. Ich bin unzufrieden. Ich habe ein großes Haus, aber ich bin nicht. Warum ja weniger Steuern? Sei unzufrieden, ist wieder Wurst. Für mehrere Tonnen Seetang und so ein Verzehr werden schon produziert. Was? Was hab ich. Was wohnen hier für Soziopathen bei mir in der Stadt? Hm? Alter, irgendwer beschwert sich darüber, dass Seetang gegessen wird. Cool. Mhm. Gönn dir. Das ist das, oh ja, ein Atomkraftwerk, sobald ich kann. Sobald ich kann, dann hören die Leute auf zu heulen. Meine Güte, was für ein Haufen Pussys. Du brauchst eine riesige Solaranlage. Oder das. Gut zu wissen. Gut zu wissen, wo dann nächste Woche der Blitzer steht. Blitzer! Ja, ich habe gerade was gesehen, von wegen so, ja, da steht nächste Woche überall unser Blitzer, unser rotes Blitzerauto. Auch geil. Einfach dieser rote VW Caddy, weißt du, leuchtend feuerwehrrot, weißt du, das ist der Blitzer. Der ist wirklich knallrot. Ich habe die ja schon gesehen, das ist total witzig. Einfach so, weißt du, in Bottrop haben die wenigstens einen weißen Renault, weißt du, der fällt nicht ganz so auf. Schatz, glaub mir, der fällt auch nicht ganz so auf, wenn der richtig steht. Ja, wenn der richtig steht. Aber letztes Mal, wo wir den gesehen haben, wo der vor uns geblitzt wurde, da, der war nicht sondern auffällig. Der stand davor und präsentierte da. Jeder halbseitig gelähmte Vollidiot mit grauem Star hätte den Typen mit einer Sidewinder erwischen können. Aus der Hand. Schatz,
ich sag nur schon mal, am Donnerstag steht er auf der Niederadnerstraße und der Kreisstraße und im Dorf. Also bei uns hier. Im Dorf. Was mich nicht interessiert, weil ich Donnerstag sowieso in Duisburg bin. Okay. Ja, ich muss auch zur Bank. Nee, Shadow, die Straße, die an unsere Straße hier rangrenzt, heißt wirklich im Dorf. Und die Haltestelle heißt auch im Dorf. Und das ist dann auch mitten im Dorf. Und dann das bleibt es auch im Dorf. So in etwa, ja. Bäh. So. Auf einmal ist die Welt wieder eine schönere. Ich hab so. Auf einmal hören sie alle auf, rumzuheulen. Das können die Leute nämlich irgendwie am besten. Ja, jetzt ist es fad. Jetzt habe ich nichts mehr zum Motzen. Ja, was mit dem einen... Was ist mit dem... Es ist immer noch dieser eine Typ, dem die Steuern zu hoch sind. Weißt du was? Bulldozer. Wenn der Bürgermeister alle Probleme mit einem Bulldozer zu lösen gedenkt. Ey, das ist ja... Das ist ja wohl nicht mein Problem, hallo? Steuern sind zu hoch. Alter, get used to it, you cunt. Meine Güte, was für ein Haufen Luschen. Und ich bin ein böser Mensch. Ich plündere die Natur. Alles kaputt. Fällt alle Bäume, hau alle Steine kaputt. Reißt alle Büsche raus. Ich hab ganz böse gebaut. Oh, hier brennt ein Haus. Ich baue gerade mein Haus. Was heißt mein Haus? Ich baue, umfriede gerade meinen Hof. Ups. Und bastel gerade am Wehrgang meines Hofs. I think I fucked up. Wenn dein Sommerhaus eine Festung ist. Ach nee, da ist halt schon die Feuerwehr. Na, alles gut. Ich dachte dieses, ja gut, euer Haus brennt jetzt, also... Ich meine, wir müssen das Positive sehen. Es ist nicht mein Haus. Du sitzt da in deinem Palazzo und denkst dir so, ja, ziemlich normale Leute. Ja. Palazzo da in einem unterirdischen Bunker. Ich hoffe, die finden ihn nicht. Mein Dude. Ey, ihr, du, ne? Du hast, du stehst hier ein bisschen falsch. Das ist auch das, was ich halt so finde. Probleme holen? Vorher lief's ja. Vorher lief's ja ohne Probleme. Dann würde ich halt sagen, Alter, mal knall das Ding von Platte, starts, installierst neu, geh direkt in die Grafikeinstellung und schraub's komplett runter und test es aus. Wohl, ich hab's ja schon neu installiert, aber ich komme nicht mehr weiter als dieses Ding, weil das kommt direkt. Ich meine, dass du wenigstens die Möglichkeit hast, mal in die Optionen reinzukommen, bevor es dir crasht. Komm ich ja noch nicht mal. Sagen auch welche, dass es was mit den FPS zu tun hat. Viele meinen auch, das liegt am Fullscreen. Aber irgendwie muss er ja erstmal in die Option reinkommen oder Zugriff drauf haben. Und da weiß ich, dass er irgendwelche Ordner hat. Da kommt man rein. Ich muss nur gucken, welcher Ordner, in welchem Ordner diese Datei ist. Kreisverkehr! Oh, Kreisverkehre sind ziemlich gut. Ja, habe ich gerade einen gemacht. Yay, Kreisverkehre! Natürlich wurde kein Config-Ordner gefunden. Kreisverkehr. Ich könnte natürlich auch Leute im Kreisverkehr wohnen lassen. Ja, wenn du genug Bäume reinstopfst, können sie damit gut leben. Du hast einen kleinen genommen, ne? Das should work. Ja. Ist noch im Rahmen des Erträglichen. Schade, sowas kann ich hier nicht platzieren. Oh, kein Wasser. Oh ja, Tatsache. Der Anschluss ist so leicht daneben.
But this should do the trick. Sonst noch oh shit. Hier ist erhöhter. Also nee, das ist Drogenschutz. Okay, gut. Drogen? Ich wollte gerade sagen, erhöhter Drogengebrauch. Ihr habt schon wieder Stromprobleme. Okay, fuck you. Das ist mir jetzt scheißegal. Irgendwann habe ich auch mal den Sack dicht hier mit eurem scheiß Strom. Irgendwann ist auch mal. Lang. Er ist ein guter Bürgermeister. Bin ich. Bester. Der Beste. Der Beste. Ich glaube, ich werde aber echt nicht drum herum kommen, irgendwann mal ein Kohlekraftwerk bauen zu müssen. Ich meine, so langsam nutze ich hier diesen kleinen Ort ja hier ziemlich gut aus, den ich hier habe. Ich habe zwar noch nicht mal einen, so einen Fleck voll, noch nicht mal halb. Kräftig Kohle scheffeln, habe ich ein Achievement gekriegt. Hast du ein Kohlekraftwerk gebaut oder was? Nein, habe ich nicht. Aber ich bin am Überlegen, ob ich eins machen soll. Ob ich hier unten nochmal. Na, wobei, hier ist so das Gebiet. Deswegen, eigentlich müsste ich hier echt ein Kohlekraftwerk anfangen. Aber ich glaube, das war teuer. Muss ja mal gucken, ob du das leisten kannst. 19. 19 habe ich noch nicht. Also gerade nicht. Aber ich komme, was alles angeht, eigentlich gut klar. Die Mülldeponie ist right there. Also. Jetzt stellt ihr euch mal aber an. Wie immer. Auf zum Arte. Ja, also irgendwann auch ein Atomkraftwerk, sobald ich es kann. Soon as possible. So, warte mal. Okay, das Ding ist vielleicht auch ein bisschen arg weit weg. Ein bisschen sehr arg weit weg. Problem solved. Vor allem einige finden das gut, aber auch gleichzeitig schlecht. Also manche Leute sind echt merkwürdig. Eieieiei. Kann ein Atomkraftwerk auch hochgehen? Oh, bestimmt. Also schätzungsweise mit diesem Disaster-DLC müsste ich jetzt mal gucken, was in dem Pack drin ist. So, das muss. Aber ich baue jetzt sowieso. Bald baue ich jetzt sowieso ein Dings. Kohlekraftwerk. Ich wollte sagen, das wird sich ja wohl. Macht für das Volk. Was? Funktionierendes Stromnetz. Hör auf zu heulen, du Flachflöte. Nicht genügend Arbeiter. Also brauche ich neue People. Ich muss auch irgendwann jetzt mal anfangen, Busse und alles zu starten, aber 30.000 kostet so ein Busdepot. Was ist das? Ach so, ja. Ich dachte, du hast... Ich riech das nämlich schon die ganze Zeit hier. Ich dachte, das warst du. Ich dachte, du hast ja was zu essen gemacht. Ja, ich wollte nachher ja von unten. Hat ja gerade Bescheid gesagt. Ja, ich wollte, glaube ich, auch nicht mehr so lange machen gerade. Also von daher. Ich würde dann gleich bald irgendwann die Tage. Oh, ohne Scheiß. Kann man das irgendwie, dieses möchte gern Twitter abschalten, wenn es nicht wichtig ist? Weil, literally, andauernd irgendwie fragen Leute, wegen Stromzähler, Alter, weiß man wie viel? Hier sind wir in Smog City. Und irgendwie der gesamte Block hier ist arbeiterlos. Was kann ich denn dagegen machen? Dafür sorgen, dass mehr Leute dazu ziehen. Mache ich eigentlich schon gerade. Und das soll das Ding, die müssen dann halt auch irgendwie dorthin kommen. Also du, irgendwann musst du halt auch Busse und Verkehrsmittel bauen. Ja. Gut, dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. So ein Busdepot.
Nur wo? Auf dem Depot. Moment, 30.000, das stimmt, ja. Okay, so viel habe ich gerade noch nicht. Gut, dann muss der Ausbau erstmal warten. Dann müssen wir erstmal... Ja. Erstmal warten. Arbeit. Alter, ihr braucht allesamt Arbeiter. Bis auf dieser eine, der macht gut. Guten Morgen. Oh, schiebst du dir sonst wohin? Ja, da müssen wir mal kurz warten, bis wir das Geld haben. Schalten wir mal den Turbo ein. Ach so, wenn ich so weit zurückgehe, dann kann ich sehen, wo so Massenprobleme sind. Ja, Mensch. Das wird eine teure Investition. Vor allem, muss ich denn die Busnetze auch noch selber designen und alles? Du musst die halt als Art knüpfen. Ach du Scheiße, okay. Ah, warte mal. Jetzt brauchen wir erstmal eine Straße, wo ich die bauen kann. So. Hup, hup, Busse sind unterwegs. Ich würde gerne Bus arbeiten. Nee, aha. Okay. Also das Ding bei so einem Busnetz, also du fängst bei einer Linie an und dann musst du halt immer klicken. Klickst, setzt halt eine Busstelle. Ja, ich sehe schon. Ich habe hier diese Buslinien. Was sind sie? Busse in einzelner Linie. Busse müssen ringförmig Linie, Busse. Okay. Also im Prinzip, du musst die Linien dann halt so ziehen, dass sie wieder am Ausgangspunkt ankommen. Und überall, wo du zwischendrin hingeklickt hast, ist dann eben ein Busstopp. Okay. Ah, aber er zeigt mir die Route an, das ist gut. Ja, aber wenn du halt mehr hast, wo sich überschneiden, irgendwann hast du dann Jatze und Gefummel auf dem Ding, dass du gerne mal daneben klickst. Okay, ich sehe schon. Und halt, wenn du unterwegs dann vor der abschließenden Linie was setzt, dann hast du halt da deine Busstation. Genau so. Okay. Ringförmig sein, das heißt, ich muss da nachher wieder ankommen. Ne, du musst eben da wieder ankommen, wo du angefangen hast. Eben. So. Jetzt haben wir eine Busverbindung. Hey. Dann kommen die Leute ja dahin, wo sie hin wollen. Ach so, und da zeigt er mir jetzt, wie viele Leute das pro Woche. Ah, ach so, wie viele das pro Woche nutzen. Das ist cool. Ja, aber ich glaube, ich kann es mir leisten, Strom noch ein bisschen höher zu setzen. Ist teurer Spaß, aber... Muss ja. Zumal jetzt schon wieder überall Stromprobleme sind. Und ich denn immer... Hier ist komplett tot jetzt gerade, what the fuck. Und ein Haufen toter Gebäude. Zeit für den Bulldozer. Oh yay, der Bulli. Stromproblem weg? Stromproblem weg. Ist das geil, ey. Hm? Ich gucke hier gerade so... den Fertigkeitenbaum durch, ne, das Balkon. Da gibt's so eine Sache, die man machen kann, der Scharmützler. Der Scharmützler. Ja, weißt du, was das heißt? Ich lerne einfach nur einen dämlichen Steindolch zu machen.
Das ist dann der Scharmützler. Der Scharmützler? Ja, weißt du? Wenn ich Schläger mache, dann kriege ich wenigstens Hammer und Speer, also Steinzeug, ne? Aber ein Scharmützler. Dolch. Geil. Dolch. Der Scharmützler. Oh, ich glaube, ich habe die Lieblingsnachbarn weggefetzt. Oh. Guess what? I don't care. Wir brauchen mehr Platz für neue Mitbewohner. Guess what? Fuck all of you. Ihr wollt hier wohnen? Then fuck right off. Sag so, mal den. Baby. Oh, ich bin fertig. Oh, da beschwert sich wieder einer, dass die Miete zu hoch ist. Zeit für den Bulldozer. Oh Gott. Ja, es ist immer nur eine einzige Person. Ein einziger Haushalt jedes Mal, wo sich über zu hohe Miete aufregt. Und dann kommt der Bulldozer. Nicht genügend Arbeiter. Ja, ich habe schon neue Leute jetzt in die Stadt geholt. Ihr seid aber auch ein Haufen Weichlinge. So. Das ist jetzt auch alles Wohngebiet, also... Also ich merke schon, jetzt irgendwann muss man echt schnell expandieren hier. Expandieren. Oh, ich kann mir davon erstmal ein Foto... Entschuldigung. Von deinem Schrein oder was? Ja, also, naja, es ist... Naja, es ist so ein inoffiziell... Es ist ein Wandschrein. Oh boy. Aber ich mach ein Foto und werf's in die Wand. Die ganze Wand kahl gemacht, ey. Oh shit. Ups. Maximale Ausnutzung. Ausbeutung. Das ist nicht dasselbe. Das kannst du so nicht sagen. Kann ich schon, ich bin nicht der Bürgermeister. Das kannst du so nicht sagen. Was willst du machen? Mein Haus abreißen? Ja. Jetzt benennt er wahrscheinlich extra ein Haus für mich und reißt es ab. This is what you get. So, ich muss mal bald wieder... Ach guck mal, das passt doch gar nicht mal schlecht, wenn wir das jetzt hier blau machen. Dann den Rest hier noch. Ja, aktuell Gewerbegebiet haben sie aktuell mehr als genug. Da haben die Leute den Sack dicht. Yay, Shopping. Hab ich das jetzt? Das sieht so unterschiedlich aus. Ich glaube, ich habe da eben da gerade Gewerbegebiet draus gemacht und das wollte ich gar nicht. So Gewerbegebiet in der Wohnung, in der Wohnsiedlung. Ja, doch, kommt ein bisschen blöd. Ja, ich glaube, Leute mögen mich dann nicht so sehr, eventuell. Nein, die mögen mich generell nicht, aber das hat jetzt nichts mit Gewerben zu tun. Ja, ja. Warte, oh, kaputte Häuser. Bulldozer! Okay, das letzte kann ich doch noch nicht anhängen, weil man halt kennt und die Karte noch bei ihrem Rucksack ist. Deswegen mache ich einfach. Falscher Bulldozer. Okay, fuck it. Aber Vivi, es müssen Opfer gebracht werden. Opfer nicht, nein. Da beschwert sich wieder jemand über zu hohe Miete. Guess what? Bulldozer! Als Bürgermeister benimmst du dich wie die Axt im Walde. Ey, ich habe nie gesagt, dass ich... Okay, doch, ich habe gesagt, ich bin ein guter Bürgermeister. Mehrfach. In deiner Form. Nein, ich bin auch ein guter Bürgermeister. Ich bin ein guter Bürgermeister. Du warst haarscharf davon, ein Lied darüber zu machen, dass du ein guter Bürgermeister bist. Mhm. Nimm Shadow die Musikinstrumente weg. Hey.
Oh. Das Spiel ist echt merkwürdig addicting. Oh, come on, wirklich? Das eine Haus, deswegen... Oh, gut. Extra Wasserleitung. Nur für den Hans Wurst hier. Meine Güte. Ja, komm. Doch, also das Spiel ist ganz... Ich bin ganz ehrlich... Super chillig. Wenn wir den Weg gelaufen wären. Ja, dafür bin ich zu wenig in Hamburg tatsächlich unterwegs. Also in der Innenstadt. Also von daher, das Spiel ist unglaublich süchtig machend. Das Ding ist, Discord. Es gibt auch noch Optionen, dass du Straßen all in die Höhe bauen kannst und zu Brücken machst oder eben untertunnelst. Also ich weiß gerade nicht mehr, in welcher Tastenkombi das war. Ich kann Straßen auch verbessern. Ja, du kannst halt größere Straßen bauen oder halt untertunnelt bauen etc. Aber er sagt die ganze Zeit, das ist nicht möglich. Wenn du andere Straßentypen hinziehen willst, musst du wirklich die vorhandene Straße abreißen und neu setzen. Lang lebe der Bürgermeister. The meanest Freak, vielen Dank für deine 20-Euro-Spende. Lang lebe der Bürgermeister. Okay, Moment. Unterbrochene Sturm. Halt mal kurz an hier. Separate Stunde zu verwandeln und verbinden. Ja, aber wie? Neue Kraftwerke, ja gut. Ich muss also echt dem nächsten Kohlekraftwerk bauen. Weil auf einmal ist jetzt hier überall so kleine Ausfälle wieder. Und ich weiß nicht warum. Ja, okay, hier kann ich verstehen warum. Hier habe ich einfach keinen Strom. Da habe ich nicht dran gedacht. Deswegen kriegt ihr, Leute, jetzt Strom. Finden wir nicht witzig. Noni! Und Elkoblast, vielen Dank für deine 10 Bits. Windstille? Warte mal, woher kann ich das sehen? Oder kann ich das überhaupt sehen? Das siehst du immer daran, wo du es gerade hinstellen willst. Unten da dieses Textfeld. Ach so, geschätzte Produktion. Ah, okay. Das siehst du auch immer auf der Karte. Je dunkler das Feld wird, umso eher hast du da Wind. Musst du mal drüber fahren. Moment. Hier, Windgeschwindigkeit, da. 8, Ausgangsleistung, 7 MW. Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich mega doof, aber was sind MW? Megawatt? Megawatt. Achso. Megavolt. Ich wollte gerade sagen, Megavolt. Ja, ich musste auch erst an Megavolt denken. Magische Wambo. Bin mal kurz weg. Jo. Oh, also... Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich werde das höchstwahrscheinlich... Ist es nicht das letzte Mal, dass ich das hier gestreamt habe. Es ist wirklich merkwürdig addicting. Und das hatte ich lange nicht mehr. Deswegen, also das wird definitiv weiter gestreamt. Beziehungsweise, ich könnte ja jetzt mal uns noch so einen Block kaufen. Nur welchen? Den hier mit dieser Megastraße. Magical Wombats. Wobei, ich glaube, das überlege ich mir beim nächsten Mal genau, welches Gelände ich mir da hole. Aber ganz ehrlich, ich mag das Spiel. Es ist toll. Hol, ich kann verstehen, was du daran findest. Es bockt. Oh ja. Klar, wenn du dann wirklich hohe Straßen drauf knallst und wirklich alles unter Tunnels sitzt oder was. Ich meine, klar, ich muss jetzt noch jede Menge lernen, was das angeht. Ich habe da ja... Hab aktuell noch sehr wenig Ahnung von dem, was ich tue. Deine Stadt brennt anscheinend bisher noch nicht, so wie ich es höre. Ja, aber es ist ja auch jetzt der zweite Versuch, also... Ach Gott. Solange die Welt lebt, ist alles okay. Na dann. Also ich werde mal hier... Was? So. Solange da hier keiner gebaut hat, kann ich ja mal hier
nur eine Straße bauen, auch wenn da wieder Leute unzufrieden sind. So. Aber ich stehe jetzt echt kurz davor, hier erreichen sie eine Bevölkerung von 5000. Das ist nicht mehr weit. Und da gibt's neues Zeug. Straßen mit Bäumen. Oh, dann gibt's auch ein Ölkraftwerk. Bessere Polizeistation. Neue Parks. Ein Krankenhaus. Bessere Feuerwehrhäuser. Oh je. Yeah. Also ja. Das nächste Mal. Das ist nicht das letzte Mal, dass ich es gestreamt habe, weil ich find's echt witzig. Das ist echt cool irgendwie. Vor allem, was du alles machen kannst, die ganzen Straßen benennen und hast du nicht gesehen. This is not gonna be the last time we do this. Klein Fischmarkt will rise again. Das Zeug hat DLCs, Gott sei Dank damit so. Das Schlimme ja nur, das wurmt mich auch gerade. Warte mal, das will ich noch mal kurz gucken als letzten Move. Yo, Baby. Ich habe... Ja, okay, hier ist ein Pokémon Center. Aber ich hatte eigentlich einen Edeka hier reingemoddet. Ja gut, kommt halt drauf an, ob der jetzt dann halt bei den größeren Gewerbegebieten dabei ist. Bei den Gewerbegebieten meinst du? Nicht bei den kleinen Märkten? Ich schätze mal, der läuft dann wahrscheinlich über die größeren Gewerbegebiete. Oh, da brennt was, cool. Warte. Aber ich finde keinen Edeka. Ich würde den zu gern einfach in Brand stecken. Oder mit dem Bulldozer platt fahren. Oh Gott. Naja, ist auch nicht so wichtig. So. Fakt ist, Game's awesome. Definitely more. Warum ist... Achso, das ist ein Penner, der will arbeiten. Das ist ein Penner, der will arbeiten, ja. So, ein Penner im Hamburg. Speichern, überschreiben, yes. So, Spiel verlassen, zum Hauptmenü. Und von da aus könnte ich denn jetzt quasi laden, ne? Bin ich denn... Yep. Oh, this game is awesome. Und ja, hast du die Umwelt schon ruiniert? Hä? Hast du die Umwelt schön ruiniert? Noch nicht. Also noch nicht. Noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht gibt's das beim nächsten Mal. Yay. Das sollte für heute auf jeden Fall... Ich fand's geil. Ich bin echt froh, dass ich das Spiel mal ausprobiert habe. Und offenbar kam es ja bei euch auch ziemlich gut an, muss ich jetzt mal sagen. So an die über 40 Leute fast konstant. Das ist... Das ist mal wieder so eine dieser Sachen, wo ich nicht erwartet hätte, dass es überhaupt irgendwer guckt. Es ist City Skyline, City Skyline ist geil. Es ist echt irgendwie, es ist echt cool, es macht Spaß. Aber gut. Auf jeden Fall euch eine gute Nacht und wir sehen uns nicht morgen wieder. Eventuell auch nicht übermorgen. Weil ich wollte jetzt Montag und eventuell Dienstag an dem Stream-Intro arbeiten. Und dann im Ending, je nachdem. Von daher werde ich mir jetzt wahrscheinlich Montag, Dienstag Stream frei nehmen und dann ab Mittwoch dann weitermachen mit dem, was wir machen. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Euch eine gute Nacht und einen schönen Start in die Woche. Bis dahin. Tada. Mama. Tschüss.